Moin, ihr Guten. Einen wunderprächtigen Buongiorno, beziehungsweise Glück auf. Ja, habt ihr alle gut geschlafen? Ja, wir haben jetzt ganz früh morgens und ich bin schon wach. Ah, cool, ne? 9.23 Uhr oder so weit hatte ich gerade geguckt. Ich schau mal eben im Briefkasten. Nö, ja, ist noch zu früh für einen Postboten. Ja, was mache ich schon so früh? Ja, ich bin ziemlich früh ins Bett gegangen abends. Ja, vor 12 Uhr, glaube ich, war es sogar. Also vor 24 Uhr. Ich war sogar schon hier unten, habe schon Kaffeewasser angemacht. Kocht schon. Ich gebe mir jetzt einen Kaffee. Ich mache mir jetzt einen Kaffee. Ich gebe mir einen Kaffee. Klingt auch gut, ne? Cooler Spruch. So. Der Kaffee muss sein. Ohne Kaffee ist das Leben Scheibe, ne? Oder? Ist doch so. Ja, geht. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt haben wir ja noch jede Menge fleischhaltiger Nahrung im Kühlschrank. Die werde ich jetzt nicht entsorgen, nein. Ich habe ja immer hier diese guten Frischhalteboxen, Boxen. Und da werde ich jetzt alles rein verstauen und Nägel mit Köpfe machen, weißt du? Ich weiß, Leute braucht da keine Panik haben. Vegane Nahrung, hier Blutwurst, hier ist nochmal Schinken, Schinkenwurst, Biolandwurst, kann da nicht draufstehen, vegan, so, komm. Weil wenn da draufstehen würde, vegan, dann wird ja gut, na, alles gut, Leute, Käse, hier ist Meerrettich. Ja, Meerrettich ist ja auch gut, ne? Ach so, aber habt ihr noch nicht gefunden, ne? Ja, boah, die kann weg. Meerrettich ist ja immer ein bisschen schärfer. Was habe ich hier Schönes? Hier ist Käse drin. Ah ja, das ist ja mein Käse. Ja, das ist ja der gute Käse. Den habe ich ja selbst noch einbalsamiert mit Kräuter und Gewürzen. So, alles Wurst raus. Alle Wurst raus. Ja, hier ist auch noch so Schinken. Ja, da muss alle weg, ne? Den schmeiße ich weg. Der sieht nämlich schon komisch aus. Tut mir leid, Charlie, wenn das alles an deine Nase vorbeigeht. Aber das will ich dir auch nicht mal anbieten. So. Das ist noch richtig original verpackt. Ja, aber das gehört jetzt dazu, ne? Ich bin dann wahrscheinlich gerne Fleischesser. Und das ist jetzt nicht aus devoten Gründen. Ich will es mal so ausdrücken, Unterwürfigkeit, was Niki gesagt hat, sondern einfach nur, weil ich selber für mich mal wirklich, nein, ich bin nicht devot, überhaupt nicht, eher das Gegenteil. Ich möchte einfach nur mal so für mich selbst erleben, ob man da irgendwas anderes spürt. Ja, ich habe jetzt mehrere Punkte fest gemacht. Zum Beispiel, ob die Schmerzen in den Gliedern, ja? Also Arthrose bekommst du von zu viel ausgekochtem Rindfleisch. Ob das wirklich dann, ja, vielleicht ein bisschen weniger Schmerzen hab. Ah, erstmal nur so ein Versuch, ne? Trotzdem werde ich das nicht aufgeben. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, Türkei Urlaub machen, weißt du, und dann kein Fleisch essen. Das stimmt doch was mit dir in deinem Kopf nicht, ne?
Nee, um Gottes Willen, das geht gar nicht. So, was habe ich denn sonst noch? Ich muss mal kurz einmal so, was hier sonst noch irgendwo. Ja, also das Katzenfutter, das bleibt schön mit fleischiger Nahrung drin. Mit fleischigen Bestandteilen. So klingt es schöner. Ich will mich ja nicht anhören wie ein Bauer, ne? So, aber ich mache mir jetzt gleich ein Brot. Ja, Käse liebe ich ja auch. Käse ist ja in allen Varianten. Ja, einzigste Käse, den ich nicht esse, ja, das ist hier dieser italienische Käse mit den Maden. Ja, oder Milben. Ja, da ist halt in so eine Holzkiste mit da reingelegt und ja, wie so ein Camembert, sag ich mal. So, und dann lassen die da irgendwie Milben ran. Und dann, das ist kein Panier mehr, was da außen drumherum krabbelt. Das sind Tiere, ne? Spinnentierchen, ne? Milben eben. Ja, und die verändern den Käse auf ihrer Weise irgendwie, ja. Und in der Mitte, da krabbelt das von dem Tortenbrie, sag ich mal, ja. Da krabbelt das am meisten, ne? Kannst ja mal nachgoogeln. Alexa? Alexa, werd mal wach. Da bin ich mir leider nicht sicher. Siehst du? Alexa, erzähl mir was von Milbenkäse. Das Wort von bedeutet Adliger, Adlige. Alexa, erzähl mir was von Milbenkäse. Übersetzt von fondationeslowfood.com. Milbenkäse wird aus getrocknetem, fettarmem Quark aus Ziegen, Schaf- oder Kuhmilch hergestellt. Das war aber auch nicht so ergiebig, ne? Schön, dass Käse aus Kuhmilch hergestellt wird. Oh mein Gott, die Perle da hinter mir, ne? Die macht mich noch fertig. Boah, macht die mich fertig. Ich springe das aber jetzt erstmal im Schuppen rein. Ach ne, ich gebe erstmal mein Katzenbad. Mansarde. Warum? Dann habe ich sie nämlich bei den Füßen. Was habe ich denn hier? Pastete. Oh, feine Pastete. Zeig mal. Mit Huhn, Schwein, Rind, Pute und Lamm. Wenn da alles drin ist. Oh mein Gott. Ja, also, du siehst ja immer noch nicht besser aus. Dann langsam wird das aber Zeit mit dir, mein Schatz. Es wird Zeit, dass du mal deine Nase in Ordnung kriegst. Dann lässt er sich auch noch einen auf die Nase geben, dann sieht die Nase noch verhauener aus. Sag mal, einer fehlt. Wo ist Jackie? Jackie ist nicht da. So, Futter gegeben. Ach, wenn alle fressen, dann sind sie auch ruhig, ne? So, was ist das denn jetzt? Nee, und jetzt bringe ich das. Die fleischige Nahrung des Menschen bringe ich jetzt. Ach so, das ist Kaffeepulver. Ja, ich hab hier, guck, Kondensmilch, gesüßte Kondensmilch. Ist ja was Herrliches, ne? Besonders für die faulen Leute unter uns. Mal Zucker und Milch, ne? Zucker rein, ja, Milch rein auf den Kaffee. Ja, und dann noch das Kaffeepulver, wenn man morgens ja mal löslichen Kaffee, außer des Sonntags, dann kommt ein richtigen Kaffee am Tisch. Ich mahle den auch noch selber. Ja, warte mal, hier ist unsere Mahlmühle. Das ist unsere Mahlmühle für Kaffee. Die tut noch gut ihren Dienst. Die habe ich jetzt seit oh, 6 Jahren, glaube ich, ist noch nicht kaputt gegangen, ne? Habe ich beim Amazonas gekauft. Bin hier ganz zufrieden mit. Niki hat sein Fahrrad in die Werkstatt bringen müssen. Hatte schon Panne. Ja, arme Kerl. Und, ne. Jetzt müssen wir mal gucken, das hat wieder fertig. Aber teuer. Ey, ich sag so, boah, so 10, 15 € sage ich so, ne. Flicken, einfach nur mal eben so Draht austauschen, neu. Kleben da, den Loch dazu kleistern. Ja, Pustekuchen. Mit Express, weil er das Fahrrad ja dann auch wieder schnell braucht. Ne? Weil ich muss ja mal alles schnell gehen, ne?
Ja, da alles auf Express. 5 € extra bei Amazonas oder so. Ja, und braucht das aber trotzdem das Teil, weil das ich bestellte, ja, 3 Tage später erst ein. Ne? Er hätte auch normalen Expressversand, also normalen Versand gehen können. Aber ich bringe mal eben das Fleisch raus. Ne? Ja, das ist der Ton, ich weiß, der Ton ist nicht so gut. Ne? Ja, weiß ich. Da müsst ihr eben euren Fernsehapparello ein bisschen lauter machen. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken von mir selber. Jetzt muss man auch erstmal überlegen, was darf man, ne? Ich war jetzt am Überlegen, Butter ist ja tierisch, ne? Aber wir sind ja nur vegetarisch jetzt. Wir sind ja nur. Heute ist Mittwoch, ne? Heute ist Aschermittwoch und da ist ja der Stichtag, ne? Stichtag der Hungerleider. Gelbtonnenmüll. Ach, hast du denn? Ja, schön leer gemacht. Ein braves Mädchen, ja. Ja, ich zieh da durch, ne? Ich mach das. Kommst du rein, Cody? Komm rein, Schatz. Komm mal rein. Das gefällt mir nicht, deine Nase. Hat der Cody sich noch heute oder gestern noch einen auf die Nase geben lassen von irgendeinem anderen Katz? Keine Ahnung, wo er sich gekloppt, geprügelt hat. Also hier habe ich nichts gehört. Vielleicht auch draußen. Weiß man immer nie nicht, ne? Alles gut? Was wollte ich denn jetzt hier? Hä? Was will ich denn jetzt hier? Ja, da habe ich doch alles. Brötchen haben wir. Ja, ich bin am Überlegen, was man jetzt alles so anstellen kann, ne? Was man so ausprobieren kann. Ja, für mich ist es ja das Ausprobieren von Sachen, von Essen. Wo du vorher ja nie einen Kopf drüber gemacht hast, ne? Weißt du, so, da hast du ja jetzt nicht so mit Ablehnung, sondern schon fast mit Abscheu gesagt, boah, ne, Grünkern-Frikadellen oder so, da hast du als lächerliches, ja, hingestellt, so, ne? Irgendwie. Ja, Butter ist ja nicht unter Gewaltbenutzung ja, hergestellt worden. Ne? Ja. Das war ja mal aus dem weiblichen Kuhkörper gestreichelt. Ne? So ungefähr so. So, mache ich da jetzt Nutella drauf oder mache ich da. Ich mache mit Käse drauf. Ich mache ja immer gern Käse. Ach, Käse ist ja was für mich, ne? Dann noch Camembert. Der Kühlschrank ist jetzt sehr übersichtlich geworden. So, ihr, was macht ihr jetzt? Geht ihr raus spazieren oder was macht ihr, ihr Süßen? Ha? Mäuskes. Könnt ihr spazieren gehen? Ihr habt ja
alle Zeit der Welt. So, das sieht ein bisschen wenig aus, ne? Habe ich noch so einen Käse mit Löcher? Ne, dann nehme ich dich. Ja, ich mach nicht so gern dünn belegt, ne? Also bei mir muss schon was auf der Stulle sein. Ah, mich beißen sie immer. Ah, Kaffee ist gut, ja. Aber auch diese Kondensmilch da, diese gezuckerte, ne? Hat was. Ich hätte denn das? Nee, da habe ich mal. Hallo, Gewürzbord. Bitte alles da oben bleiben, ja? Ach, nee, wisst ihr. Was ist das? Basilikum. Ich sage mal gerne Basilikum. So, was macht er jetzt da? Jetzt ist er schon wieder am Würzen. Nee, das ist Pfeffer, ausnahmsweise mal ja, so einen bunten Pfeffer oder weißen. Nee, ist bunter Pfeffer, obwohl bunt ist der gar nicht, ne? Da ist ja kein Blau drin. Ja, ich liebe Pfeffer auf dem Käsebrot, ne? So einen bunten Pfeffer, das ist ja nun mal das richtiger Bunt. Es gibt keinen bunten Pfeffer, ne? Es gibt nur schwarzen oder den weißen Pfeffer. Aber das könnt ihr ja alles könnt ihr juggeln. Hier ist auch noch mal, ne? Jetzt hatte ich doch irgendwo das Salz. Seht mich nicht mehr. Ja, das ist doof. Ich habe morgens immer keine Lust auf ein Stehtief. Dann nehme ich euch eben bei der Hand. So. Guck, jetzt mache ich hier auch noch Salz drauf. Müsst ihr mal machen. Wenn ihr so einen richtigen, schönen, schweren, kräftig schmeckenden Käse habt, ja. Österreichischen oder so, ne. So ein Tirol oder so, ne. Den müsst ihr mal mit Salz und Pfeffer, groben Pfeffer, ja. Oder gemahlenen Pfeffer und eine Prise Salz drauf, ne. So wie auf dem Mettbrötchen. Oh Leute, das ist gut, das ist göttlich. So, Cody, du sitzt jetzt immer noch da im Türrahmen. Ne, da sitzt, da mache ich nicht so gern zu. Charlie wartet da unten schon, wartet, ob es noch ein zweites Frühstück gibt. Nein, gibt es nicht, heute reicht. Ja, die haben immer genug Trockenfutter da. Die kriegen Trockenfutter. Ach, das ist noch voll bis oben hin, siehst du? Nur ein bisschen rausgenascht. Ja, die haben Trockenfutter. Und Wasser haben sie auch immer jeden Tag frisches. Da passt Küken so schön auf. Ja, das ist schön. Also, bei dem Küken hier ist, ja, kann ich so ein bisschen Verantwortung auch abgeben, ne? Ja, wenn ich immer, ja, Verantwortung abgeben heißt jetzt nicht, ich bin morgen am Sterben oder so, ne? Nee, so nicht. Ich habe sonst immer alles behüten müssen. Ja, ist auch die Erziehung her so, ne? Von der Erziehung her habe ich auch schon immer alles so aufpassen müssen, ne? Ob das auch richtig ist, alles und ob das gut geht, ja? Dann, ja, so, dann hat man, habe ich so drin. Ja, also Hof abschließen, alles sicher machen, Türen zu. Ja, oh, Heizung nicht so voll powern, wenn die Tür auf ist. Ja, ich habe jetzt gerade mal hier, ja, dieses erotische Stoßlüften habe ich gerade mal gemacht. So, ja, jetzt sind sie alle runter die Treppe. Ja, dann kann ich auch die Tür zumachen. So, das reicht nämlich an Temperatur runterstürzen lassen. Ja, und ja, dann ab mit Tinkerbell sitzt da noch gemütlich. Guck mal, wie schön sie da so Ladenkätzchen, ne? Schön, ne? Ist sie lieb? Tinkerbell, sag mal was. Sag du auch mal Hallo. K-
Sag mal, hallo. 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 Sagt nichts. Sie ist schön, ne? Ganz stolz, wie sie da sitzt. Schon eine stolze Mehrfachmama, ne? Ah, jetzt hat das aber die Seele Ruhe. Ja, also. Niki und Küken hat gestern mal wieder Geld ausgegeben für mich. Ja, hier, das ist ja sein Gummi. Ah, das ist sein Gummiball. Ja, der ist jetzt vielleicht gerade mal 30 Zentimeter hoch. Ja, das war ja so nur bis hier gerade mal hier, glaube ich, bis hier ging das Originalpflänzchen. Ja, und das ist da mein Bogenhanf, schon wieder ein Ableger davon. Ja, und hier Aloe Vera, ne, so ähnlich. Ach, guck mal da. Ja, der hat immer einen Fehler, der macht gerne viel und viel zu viel Wasser dran. Das ist meine Orchidee, die habe ich ja auch schon letztes Jahr mal gekriegt. Ja, die hatte vor kurzem nochmal versucht zu blühen. Ja, das wird Zeit, dass wir hier die Heizung runterdrehen können, weil das ist, boah, das powert. Die Heizung, die powert hier ohne Ende. Ich muss da so ein bisschen mal abdecken, sogar. Ja, sonst geht das über die Heizung. Das habe ich gestern gekriegt. Ich glaube, ihr könnt ja meine Kommentare schreiben. Ich meine, Klebe, ne? Oder? Wie heißt diese Blume hier? Klebe, ne? Steht aber auch nichts drauf. Und hier, das ist noch hier, ja, könnt ihr ja sehen, ne? Amaryllis, Weihnachten. Und die versucht Niki jetzt mal wieder in Gang zu bringen. Und hier ist nochmal, ja, der große Pott. Bogenhanf, ne? Könnt ihr sehen. Ja. Den großen habe ich hier jetzt nicht mit Pott, sondern ohne Pott. Vor ein paar Jahren habe ich den hier am Feld gefunden. Ja, dann schmeißen die Leute immer ihren Kompostscheiß dahin. Ja, ist ja auch nicht erlaubt, ne? Ist ja verboten. Ja, den haben sie dann dahin geworfen und ja, haben das einfach da so entsorgt, ne? Finde ich nicht schön. Also finde ich ehrlich nicht so ganz so hübsch, ne? Also wenn sie alles dahin schmeißen. Aber da unter anderem war eben halt da dieser Bogenhanf, ne? Diese klassische alte Blumenpflanze Pott, ja, wo Oma mit dem Pfennigbaum, ne? Ja, ich sag mal Pfennigbaum oder ja, dicke Henne oder was weiß ich, wie sie alle heißen. Ja, mit diesen dicken, schönen, fleischigen Blättern. Ja, wo man die Blätter nur im Boden stecken muss. Und dann kommt da so ganz kleine Blättchen raus. Und dann hast du ein neues Pflänzchen, ne? Das ist ja schön. Ich finde das ja klasse. Für Kinder interessant, ne? Das ist ja, dann haben die was zu gucken, jeden Tag aber am Fenster zu rennen oder so. Ja, wenn es halt mal keinen Computer gibt, ne? Oder, ja, oder die Sonnenstrahlen, das Strom wegknipsen, ne? Ja, also, was wollte ich sagen? Oh, ne? Und, also schön, ne? Und da habe ich die gefunden, ne? Beim Gassi gehen. Ja, überlege ich mal, wie lange haben wir schon Desi nicht mehr? Boah, das ist schon bestimmt 5, 6 Jahre oder so, ne? Eieiei. So, und da, ja, habe ich die gefunden, ne? Und dann habe ich mir die mitgenommen. Ich sag, du kommst mit nach Hause, du vergammelst hier nicht, ne? Und dann habe ich sie so sauber gemacht und ein bisschen die Wurzeln ein bisschen reduziert und ja, und dann habe ich da. Niki hat jetzt umgestellt auf Seramis, ne? Seramis, diese Tonkügelchen da, nicht die großen, das ist ja im Wasser stehend Blumen hinterher. Ja, das ist nur so wie so eine, anstatt Erde, ne? Aber das hält länger feucht. Ja, das hat Niki jetzt vor kurzem erst gemacht, ne? Und ja, das wird lustig, ne? Also vor allen Dingen. Ja, ich weiß, diese Bogenhanf, ja, diese, was so aussieht wie Gräser, ne, das kann ganz schön Ausmaße nehmen. Je größer der Pott wird, und der hat auch gleich umgepottet noch in einen größeren Topf rein, und dann, Leute, dann weiß er nicht, was er zu erwarten hat. Ich hatte mal so einen gehabt, ja, du lieber Himmel, das war so, ja, so von die blauen Fässer da, so, ne, den Bottich da, so ein Fass, ne. Hab ich nur den rausgeschnittenen Boden, oder ist das so, ne? Ja, das Ding war voll. Also nicht ganz so groß, ne? Ja, ich habe eins aber draußen, ne? Mit Griffe und so, da
aber die sind ja keine Blumen für draußen. Die muss sie halt immer nur hier drinnen so, ne? So, Leute, ich werde mich hier mal jetzt das Brot schnappen. Wie ist es draußen? Immer noch schäbig. Ja, nicht schön, ne? Ja, ich habe jetzt nicht so... Ja, guck mal, die Nachbarn, die machen aber auch nichts. Die lassen den Scheiß vor der Tür liegen und ich soll... Wisst ihr was von? Nur weil die Bäume vor meinem Haus stehen, das sind nicht meine Bäume. Gepachtet und gebucht und gekauft und eingepflanzt habe ich die Dinger nicht. Ja, und das werde ich dann nicht wegmachen. Ich werde das hier schön, wenn ich jetzt, ne, wenn wir im Urlaub waren, dann müssen die Nachbarn ja hier hinten füttern. Da stelle ich, habe da, ne, dieses Regenfass, wovon ich gerade geredet habe, ja, das wird zur Seite gestellt und dann kann der Nachbar dann immer, ich will ja keinen jetzt in der Wohnung haben oder so, ne, so Kontrolleure oder so, ne, so Blumenkontrolleure oder Aufpasser, ne, ne, das mag ich nicht so. Vor allen Dingen, wenn ich nicht dabei bin, ne? Ja, und da will ich ja, so ein Fass da und dann können sie das Futter einfach da rein, ja, brauchen sich da keine große Mühe. Ich habe ja hier alles drin, ne? So Futter, ne? Futterschüsseln, ja, und die holen sich das da selbst raus. Wenn ich da selbst, wenn ich da staubtechnisch eine Serviette drauf mache, da ziehen die sich so weg, ja, die wollen ja schließlich an das Futter ran und dann tun die was dafür, ne? Ja, und dann tue ich immer das bessere Futter, gebe ich dann ganz gerne und dann, ja, also, und dann vermische ich das hier mit diese Perlen, ne? Weiß ich nicht, habe ich welche hier? Nee, habe ich jetzt gerade nicht. Ja, mit diese Leckerchen, ne? Diese Katzenknabberkissen, ne? Diese extra Tütchen, die mögen sie nämlich und dann mische ich die immer ordentlich runter. Dann haben die auch das, was sie als Nahrung brauchen, ja, und Rest kriegen sie Hundefutter, ne? Ja, ja, du musst, wenn du mal guckst, ja, guck mal, Tinkerbell, jetzt haust du schon wieder ab. Ja, Tinkerbell ist immer sehr schüchtern, ne? Die futtert nicht so gerne, wenn die anderen alle da drumherum stehen und die fressen das, ne? Und Fresspötte, ne? Nee, dann nimmt die lieber Reis aus oder nimmt Abstand, lass die mal da futtern erst. Ich nehme das, was überbleibt. Und das ist ja nicht richtig, ne? Aber zum Glück ist das eine Katze, die gerne Trockenfutter frisst. Also, und wie gesagt, Trockenfutter ist immer da. Ne? Nur das Nassfutter, das gibt es morgens einmal eine große Dose und abends. Und dann sind sie eigentlich alle zufrieden und glücklich. Und zwischendurch, da habe ich hier, was habe ich denn da? Medikamente, was habe ich denn da? Ach so, das ist Hustensaft, aber nicht für Katzen. Oh, habe ich da? Ne, das ist Flohmittel. Ich habe hier so Flohmittel habe ich. Habe ich gar nicht mehr, muss ich die... Ah ne, da liegt es. Warum liegt das denn jetzt da so hinter? Was habe ich denn jetzt hier? Anti-Herbal-Paste zum Beispiel, ne? Das ist, wenn die, na, die sammeln ja immer das Gewölle, wie eine Eule auch, ne? Eulen macht das auch, ne? Das Gewölle, wenn die sich sauber machen oder Mäuse jagen oder Ratten halt eben, ne? Und Vögel, dann haben sie das Gewölle von sich und von anderen Lebewesen ja hier irgendwo so unterm Hals so ein Kropf so eine Kehle irgendwo drin hängen, ne? Ja, und das muss ja irgendwie raus, ne? Entweder fressen sie Gras oder wenn sie das nicht können, dann gehen sie hin, ja, haben dann halt diese Maltpaste, ne? Heißt das Malt Anti-Herbal Antiboli di Pello Anti-Herbal-Paste. Ja. In allen Sprachen. Ist ja das noch nicht so in Deutsch, ne? Mag ich nicht, ne? Wenn du das jetzt hier kaufst, ja, das Zeug, ja, und dann steht als allererstes, weiß ich nicht, Türkisch drauf oder Italienisch, ja, ich kaufe das ja schließlich hier in dir. Dann kannst du ja schon bald davon ausgehen, dass das im anderen Land gekauft worden ist. Und beim Tierarzt wird das dann halt für den Preis von hier weiterverkauft. Ne? Das gibt es auch. Ne? Da musst du auch aufpassen. Weil Medikamente sind in Türkei zum Beispiel teilweise unwahrscheinlich billiger. Ja, also, wo du hier 300 Euro bezahlst, bezahlst du da 110 Euro oder was vielleicht für. Ja. Ist wirklich wahr, echt.
Ja, wenn du Selbstversorger bist, also wenn du die Medikamente selber kaufen musst, gibt es ja, ne? Ich glaube, ausgenommen ist natürlich da, wenn du privat versichert bist. Ich glaube, das gilt dann nicht, wenn du mit der türkischen Rechnung kommst, ne? Aber wenn du so irgendwie, ja, so Creme oder so, ne? Die kriegst du da günstiger, so Schmerzcreme, ne? Ibro und Visalas ist nicht Zeug, ne? Ja, also das kriegst du dann schon da günstiger, um einiges, viel günstiger. Ich hole mir mal immer diese Schwulen-Creme, ne? Nein, nicht die! Ihr seid doch verrückt. Nein, nicht die Schwulen-Creme, die zum Schwupp, ne? Nein, Ben-Gay heißt die. Deswegen wegen dem Gay hinten, Gay. Ne? Also, ja. Ben-Gay. Ben heißt sogar türkisch ich. Ben geil, ich schwul. Ja, lustig, schönes Wortspiel, Entschuldigung, aber ja, das ist, die heißt wirklich so Ben geil, ne? Und die hat, glaube ich, nur ein oder zwei Bestandteile, so irgendwie nicht Chemie, das ist, glaube ich, ein Naturprodukt. Stinkt geil, ja, die stinkt so wie, ja, Niki sagt, wie ein altes DDR-Krankenhaus. Wenn er das sagt, er muss es wissen. Ja, Küken bestätigt das sogar zum großen Teil. Das ist Bengay, ne? Also die Schwulen. Aber das ist gegen Rückenschmerzen. Aber ich habe da nicht so, ich merke da nie so richtig den Erfolg. Ja, das Problem ist, du kriegst die auf dem Körper nicht, ohne dass man die schön einmassiert. Ne? So. Oder ein streichelt von mir aus, ne? Aber was war das jetzt? Was ist jetzt der Auslöser, dass der Schmerz weggegangen ist? Das Streicheln, das Massieren oder die Creme, ne? Weißt du? Verstehst du, ne? Das ist halt, wenn man eine Tablette, Massage, ja, und vielleicht sich da noch so ein, vielleicht ein Joint raucht. Nein, ich rauche nicht Joint, nein. Aber ich würde es gern versuchen, gezielt auf Rückenschmerzen oder so allgemein, ne? So diese Gelenkschmerzen, Rheumatismus hier oben, Schultern. Ich kann mich ja morgens noch niemals recken. Ja, wenn ich mich reck, bin ich erstmal für mindestens ja, eine Minute, dauert das nur, dann geht der Schmerz weg. Wirklich. Ich strecke mich und dann habe ich hier in der Schulter, im Gelenk, ja, irgendwo ein Ziehen. Oh Leute, das möchtet ihr am liebsten gar nicht haben. Du kriegst den Arm nicht mehr bewegt. Du kriegst, das ist so ein, als wenn dir einer hier mit einem Messer, ja, so ein Dolch in die Seite so reinpiekst, bis hier so, ja, hallo Cody, mein Schatz, ja, bis in den Gelenk rein. Ja, Leute, schönes von anderes, ne, ganz ehrlich, ne? So, was macht ihr zwei Süßen denn? Warum guckst du jetzt da in die Kartoffelkiste? Cody meint, er muss, Entschuldigung, Kartoffelkiste gucken. Da ist Tiger, ne? So, alles, ganze Familie ist zu Hause. Ich schnapp mir jetzt meinen Kaffee. Und dann weiß ich nicht, ob ich ein Käseomelett, jetzt kommen alles die Vegetarischen. Da, guck noch mal schnell. Ja, 10 Uhr haben wir in the morning. Käseomelett, 9 Grad haben wir draußen. Was ist das? Jubi Gott a Woman Radio. Ach, du lieber Woman Radio. Woman in Love, wa? Nee. Ja, tut mir leid, ist ein Lied gewesen, ne? Was war das denn? Kommt jetzt die Mülltonne oder so. Ja, ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken, die auf die Straße gehen. Die Mülltonne. Ah ja, ist Müllton. Ach ja. Geht da mal eben die Mülltonnen
reinholen. Gelbtonne ist bei uns für die Große immer so voll. Warum steht unsere Mülltonne wieder so weit da hinten? Die ist auch leer. Cool, keine Angst, das ist die Mülltonne, die macht immer so einen Krach. So, hol dir mein Schatz. Cody. So. Das. Bom, bom, bom. Na, was ist daran nicht zu verstehen? Wolltest du draußen bleiben, mein Schatz? Na, Cody? Cody, willst du draußen bleiben? Na, willst du draußen bleiben? Nein? Ist zu feucht heute? Dann komm mal rein, du. Schatz, komm. So. Ja, dann. Die gehen gerne Pipi Kaka, gehen sie bei uns hier auf die Wiese. Ne? Das ist ja auch in Ordnung so. Nur dann kannst du da halt auch nicht mehr da drauf gehen. Ne? Ich wollte hier vorne mal, wir sagen immer unterm Apfelbaum, aber der Apfelbaum, den gibt es leider nicht mehr. Der steht da nicht mehr, der ist tot gestorben. Ja, der ist auf einmal war der krank. Ja, da hat er von irgendwo ja, so Krebs angehaucht bekommen. Ja. Die ganzen Blätter, die waren krusselig. Dann war das Obst war total daneben. Ja, und die Äste, ich habe ja immer so Kalk unten am Stamm gemacht, damit da keine Insekten hochkrabbeln oder so. Ja, Apfelfalter da oder wie der heißt da, ne? Ja, das komische Insekt. Ja, und ja, dann wollte ich das. Aber nee. Der Baum, der hatte eine Krankheit gekriegt und Glühwein und alkoholfreier Punsch gibt's 50% günstiger bei Brutto. Ne, Punsch brauche ich nicht und Glühwein erst recht nicht. Ich hatte ja jetzt noch Glühwein von vor 3 Jahren hier. Ja, so, ich würde sagen, dann sind wir auch erstmal raus. Ich melde mich dann, ja. Das Datum kriegt er immer dann so, glaube ich, zwischendurch. Ich glaube, das sage ich mal ab und zu mal. Ja, was für ein Tag wir heute haben. Was haben wir denn heute für einen Tag? 9 Grad haben wir. Alexa, was haben wir denn heute für einen Tag? Es ist Mittwoch, der 14. Februar 2024. Gut. Nordrhein-Westfalen. Aber nur Nordrhein-Westfalen, ne? 14. Heute kriegen die alle hier, ja, einer auf der Birne, ne? Ja, früher als Kind habe ich immer so gedacht, ja, stell mal vor, wie bei Till Eulenspiegel, ne, wie heißt der? Der mit dem, mit der Armbrust und dem Sohn und den Apfel am Kopf. So eine Zielscheibe, ne? Ah, hier, Fadenkreuz, da musst du treffen. Ja, nee. Aber ich bin jetzt erstmal weg. Ich muss mich setzen. Ich mache mir meinen Kaffee noch mal ein bisschen was auf, drauf, drüber. Ach, da könnt ihr ja auch zugucken. Könnt ihr ja. Ja, ich mache mir noch ein bisschen Kaffeepulver da rein. Ach komm. Da geht noch was Ganzes. Mann, wa? Guck mal. Gut gebaut, ne? Ja, früher sah ich besser aus. Mein Kampfzeitalter. Da sah ich ein bisschen besser aus, glaubt mir das. Heute bin ich schwach geworden. Aber ich verteidige noch Freunde und Familie noch wie ein Löwe, ne? Wie ein Löwenmutter. Wenn irgendwie einer was will, gefährlich. Besser nicht ansprechen dann. Und wenn ich morgens bei Kaffee noch nicht hatte, dann wird's auch kritisch. So, ich mach mal hier zwischendurch ein bisschen sauber, ne? Ist ja in Ordnung für euch, ne? Ne? Was ist los, Cody? Was sitzt du schon wieder in deiner Ecke?
Ich mag nicht, wenn du in der Ecke sitzt. Du musst dich nicht schämen. Du hast nichts angestellt. Hast doch nichts angestellt, mein Schatz. Hm? Komm mal da aus die Ecke. Ja. Ich mag nicht, wenn Cody da so in der Ecke sitzt. Ja, das muss ich sagen. Ja, irgendwas guckt er da. Vielleicht sucht er da Spinnen oder so. Kann ja sein, dass er eine Spinne sucht. Soll er. Dann habe ich die nicht gemördert, dann hat Cody das gemacht. Dann muss er immer in den Mauten kriegen, oder? Käse. Wasserkorb. Warum hat deine Mann eine Weihnachtsmanntasse? Weil die Tassen Brille beschlagen. Weil ich die Tassen geil finde, weil die so groß sind. Schön groß sind, ne? Also die würde ich mir auch für Ostern holen oder für das ganze Jahr so, ne? Ah, das ist eine schöne Weihnachtsmann. Oh, ist das nicht schön. Hübsch, ne? Der sieht fast so gut aus wie ich. Ich hab das könnten aber auch Radkappen sein. Könnte auch eine Radkappe sein. Ne, weiß ich nicht. So, ich schnapp mir jetzt mein Brot. So. Und dann gehe ich damit nach oben. Weil irgendwie... Ich hab euch jetzt auf ein Tablett, ne? Auf mein Schneidebrettchen. Cody, kommst du mit? Komm mit nach oben. Ich habe da auch noch was zu tun. Ich habe hier noch einen Film von gestern. Den habe ich gestern gar nicht weiter bearbeitet. Und dann habe ich schnell schon mal nur so fertig geschnitten. Ja, und habe den dann erstmal nur zwischengelagert. Und der geht jetzt auf YouTube und den könnt ihr dann morgen sehen. Ja, ich muss so ein bisschen den Voraus machen, weil wie gesagt, Niki will den Computer umfrutteln. Ja, ich krieg seinen Computer für Gaming, Spielingering. Ja, mein Computer wird dann befreit von allen Inhalten, ne? Also Flashback oder wie heißt das, Flash Gordon kommt oder so ähnlich. Komplett Saubermacherung. So, da. Meine Kerzen. Ich hole mal Kerzen, so kleine Teelichter. Und dann mache ich so fast jeden Tag, auch wenn ich so dran denke, mache ich dann immer eine an. Für alle, die nicht mehr bei uns sein können, ja, mache ich immer ganz gerne schon mal eine an. Und ja, ich mag das halt, ne? Das hat nichts mit religiös zu tun oder so. Das ist es vielleicht gar nicht. Ne? Würde ich jetzt gar nicht so behaupten. Aber ich finde das, ne? So in den Andenken oder wie sagt man, oder in Gedenken an die Personen, die nicht mehr bei uns sein können. Ne? Ja, jetzt muss ich hier meine Tabletten. Also eins, zwei. Dritte, ja, hier muss ich immer morgens zusammensortieren. Ich habe hier so Pipi-Pillen, ne? Die sind so kleine, ne? Ne, du bleibst schön unten, Schatz. Oder möchtest du da hoch? Guck mal. Dann kommst du hier. Komm mal hier, Schatz. Du kannst auch hier. Ha? Möchtest du da nicht?
Ja, du kannst auch da Hopp machen, aber dann mache ich die Tastatur ein bisschen rein. Ja, so Pipi-Pillen, ja, aber da bin ich nicht so, nur so ab, die brauche ich auch nicht so oft, ne? Wenn man gemütlicher wird, hat man Wassereinlagerung, ne? Dann habe ich hier die. Ja. Was habe ich denn? Ich kann euch noch mal ein bisschen vorlesen. Metoprolol-Succinat. Was ein scheiß Wort. Metformin habe ich hier. Pipi-Pille ist Torasemid. Ja, dann habe ich hier Glimperit. Windrop. Ja, ich lese auch hier die ganzen Firmen mit vor. Celevia. Enalapril. Was ist das? Eliquis. Ja, Eliquis ist, das ist ja zum Flüssigbleiben. Ich hatte ja vorher Malcomar, ne? Und dann muss ja andauernd ja einmal, was habe ich denn hier? Ist auch noch was. Tromadol. Das ist Schmerzmittel. Das ist Schmerzmittel am Rande einer Droge, Leute. Achso, das hatte ich ja schon. Ja, das ist wirklich, das ist eine Liste, ne? Oder wie sagt man dazu? Anders geht es manchmal nicht. Wenn es ganz schlimm ist, nehme ich die. Ich habe da immer in Reserve, also ich könnte mich damit totrauschen. Da wäre ich in 0,x im Himmel und sonst wo, aber nicht mehr hier auf Erden. So, was los, mein Schatz? Da liegt noch Leckerchen, richtig. Ja, von Küken, ne, siehste. Ja, und ne, also ich könnte mich in 0,x könnte ich mich damit tot berauschen. Ja, hätte ich vielleicht noch einen schönen Flash oder was, so ein Flash Gordon. Geil, alles schön hier, wow. Nee, aber da stehe ich ja nicht. Ich stehe ja da nicht drauf. Überhaupt nicht, ne? Ja, ich habe auch noch andere. Die sind noch schlimmer. Nur die konnte ich nicht so gut vertragen. Die habe ich dann Gott sei Dank so nehmen können, dass ich sage, pass up, ich nehme die jetzt, weil ich jetzt Schmerzen habe oder weil es jetzt nicht auszuhalten ist. Ne? Darum habe ich, hier ist schon ein neues Päckchen, ne? Ich muss ja auch vorsorgen, wenn wir im Urlaub sind. Ich packe halt immer, guck mal, wir sind jetzt für 10, 11 Tage sind wir weg. Ich packe dann aber meistens so für 15 Tage ein. Ne? Ich habe so diese. Habe ich eins hier? Ja, hier. Ja, so ein Tablettenportionierer. Ja, morgens und abends. Ne? Tak, 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 tak. Und dann steht da Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und so drauf. Ne? Und dann nehme ich mir die einzeln. Aber das kennt ihr ja mit Sicherheit. Oder habt ihr schon mal bei jemandem gesehen? Ja. So. Und die packe ich mir immer extra noch mal eins mehr mit ein. Und dann geht das auch in Alufolie. Ich muss ja, was viele nicht immer so wissen, es gibt ja Medikamente, die sind von einer Seite Plastik und andere Seite sind Aluminium, wo man da mit dem Fingernagel so eindrückt, ja, und die dann rauskrubbelt da, ne? Es gibt ja welche, die haben ja von beiden Seiten Aluminium, ne? Also hier, das ist jetzt hier die normale, ne? So, also Aluminium auf der Seite. Und Plastikdurchsichtiges von der anderen Seite. Ja, dann habe ich hier welche. Hier ist Aluminium von Rückseite und von Vorseite. Ja, die sollte man eigentlich nicht auspacken. Ja, die sind eigentlich dafür gedacht, ja, dass man die paar Mal knicken, dann brechen die so ab. Und dann sollte man die so, wie sie sind, in so einen Tablettenportionierer da reingeben. Hier ist es nicht. Also hier ist das irgendwie nicht vorgesehen. Hier meine ich, war das doch. Das ist schon wieder eine andere Firma, siehst du? Nee, ah nee, doch, hier ist das. Ja, hier kannst du die so ein bisschen wackeln. So. Und dann kannst du die so nehmen, ja, und so portionieren. Aber da sollte man diese Verpackung drum lassen, weil die sind lichtempfindlich. Ne? Licht- und luftempfindlich. Und dann sollte man die Medikamentenverpackung so drum lassen, wie sie ist. Ja, aber darum gehe ich ja. Ich packe sie aus. Ich mir ist ja zu blöd, morgens da in Türkei im Urlaub, ja, noch lange da
Ich bin kein Strandmensch, ich bin kein Poolmensch. Ich hasse solche Menschen, die morgens um 7 Uhr, ja, bei strömenden Regen schon ihr Handtuch da auf die Liege legen müssen, nur damit sie das für sich gebunkert haben, den Scheiß. Boah, Leute, ich hasse euch. Ja! Furchtbar seid ihr. Mensch. Ja, nicht ihr, sondern die, die morgens um 7 Uhr, 6 Uhr schon morgens vorm Frühstück, ja, vorm Duschen gehen, ja, vor dem ersten Morning Sex, ja, schon rausrennen, ja, weil die Frau Ilsebill oder Elibet, ja, das so will. Peng, ja, ist so. Ja, die Frau sagt, oh, Schatzi, du musst aber langsam mal da unten dein Handtuch da hinlegen. Ja, das ist unsere Liga, unsere Privatliga. Weißt du, bevor die da doof spielt, die Frau. Das sind meistens Frauen, tut mir leid. Ich bin nicht sexistisch oder wie heißen die ganzen Menschen da, die so schlecht denken? Nee, bin ich gar nicht. Ja, dann muss der arme Mann im strömenden Regen nach draußen am Pool. Das regnet den ganzen Tag, das wissen die gar nicht, doch nicht mal. Ne? Aber er muss das Badehandtuch schon mal auf die Liege legen, damit das deren Liege ist. Ne? Ist das traurig? Das ist so abartig. Bah, ich finde, solche Menschen, ne, denen gehört rechts und links einen in die Fresse. Aber mit der flachen Faust. Das sage ich euch. So, ne, ja. Ich mag solche Typen nicht. Die sind furchtbar, sind die. Ja, rennen den ganzen Tag nur im Hotel rum, um Fotos zu machen von irgendwelchen Steckdosen, die etwas lockerer in der Wand hängen. Ja, das sind solche Menschen auch. Nicht die, die am Pool liegen mit dem Handtuch, sondern andere gibt es da. Die rennen den ganzen, die haben den Urlaub nur gebucht, einen 300 Euro Urlaub mit All-Ink-Flug-Transfer und warten nicht alles für 2 Wochen, 300 Euro, ja, und erwarten da natürlich den rein puren Luxus, ne? Dann rennen die Spackos den ganzen lieben langen Tag mit der Kamera rum, nur damit sie eine lockere Steckdose finden. Oh, da könnte das Kind ja, ne, und so dran fassen. Oh, guck mal hier, der Kaktus, der hat ja Stacheln. Oh, da könnte ein Kind reinfallen. Die haben ja gar keine eigenen Kinder dabei. Ne? Die Frau, wie sagt man das früher zu? Alte Jungfer, ne? Er, ja, vielleicht, weiß ich nicht, kriegt keinen. Ja, ihr wisst schon, was ich denke, ne? Ja, ich bin frech. Ja, ich bin frech. Weil manchmal muss man frech sein. Dann das Allerschärfste, ich war im Aufzug, jetzt pass auf. Ich war im Aufzug mit meinem damaligen Ex. Mein damaligen Ex, also ist heute wieder, nee. Also mit meinem Ex von damals, so klingt schöner, war ich im Aufzug und dann kam auf der nächsten Etage, stieg dann so ein älterer Herr mit seine Frau wohl ein. Ja, der wird wahrscheinlich nicht mehr leben. Also nicht jetzt, weil wir uns getroffen haben. Nee, weil einfach, der hatte so sein Alter irgendwo. Und das ist schon 15 Jahre her, kannst du sagen. Ja, 16 Jahre her. So, und dann steht er dann so, guckt mich an und hat so geguckt, oh, ist ein Deutscher, mit dem kann man jetzt so reden. Er sagt auf einmal, scheiß Ausländer. Er, nicht ich, er sagte das, ich war, was redet der da, scheiß Ausländer, ihr seid mit so viel Ausländer. Ich sag, das hat das Land so an sich, ne? Ich sag, wir sind hier die Ausländer. Ich sag, Kollege, ich sag, wir sind hier die Ausländer. Ne, das ist alles, pass auf, jetzt, das ist nicht von mir, ich zitiere das nur. Alles Passerlacken, weg damit. Ich sag, hallo Kollege, du bist hier im falschen Land. Ich sag zur Frau, ich sag, wie hältst du das mit dem Idioten aus? Hast du nur gemacht? Ja, ich hab mich kaputt gelacht. Ja Leute, das geht doch nicht. Ja, du gehst, ja, du, also wenn du in Österreich Urlaub machst, ja, das sind ja letztendlich, ja, für uns sind das jetzt aus einem anderen Land, aber wir sind doch in deren Land. Ne? Wir machen doch da in ihrem Land Urlaub. Ja, dann sind wir doch die Ausländer, die Patzerlacken oder was er da sagt. Ja, Leute, ja, da legst dich nieder, ne? Mach Urlaub und du kannst was erzählen. Da sagt man doch so, ne? Ja,
Wenn einer eine Reise tut, der hat was zu erzählen, ne? Ja. Ich muss ja auch zwischendurch noch hier mein Bütterchen beißen, ne? Das werde ich mal eben kurz machen. Nicht um. Ja. Also träumt hier zwischenzeitlich weg. Drogen. Nein, nicht weil ich unhöflich bin, sondern weil ich Kraft brauche für euch, ne? Ich brauche ja schließlich Energie für euch. Ach ja, ich guck mal eben zwischendurch nochmal, was mir also der gestrige Film so an Einschaltquoten gebracht hat. Ja, das ist immer gut, mal morgens reinzugucken. Ja, ich beantworte das, Leute. Ich beantworte das vielleicht auch gleich hier per Kamera. Und mache dann halt nur ein Herzchen drunter und Daumen hoch. So. Nebenbei Kaffee. Zwei Kommentare sind da schon. Und 16 Aufrufe. Aber noch kein Magich. Hallöchen, zwei Kommentare und zwei und kein Magich. Ihr könnt doch alle eben einen Daumen hoch machen, das fände ich schön. Ein Daumen hoch ist doch wenigstens was. Jetzt wollte ich eben kurz, ich beantworte das mal jetzt hier. Ja, komm, geh auf. So, Caro Kreativ schreibt: Hallo Teddy. Jetzt, wo ich deine Linsensuppe so sehe, so habe ich eine Idee für die vegetarische Woche. Wie wäre es denn mit einem Falafel-Burger? Ich habe meine Burger, ja, schon richtig, mal aus Kichererbsen-Bratlingen gemacht. Das war mega lecker. Jetzt mache ich mit Leck-Smiley, ne? Ja, jetzt mache ich mir den vielleicht noch einmal, aber diesmal mit einem Spiegelei oder mehr Anzeigen. obendrauf, Smiley, ein schwitzender Smiley, vielleicht war das zu scharf oder es hat Freude. Schmeckt bestimmt auch gut. Liebe Grüße an alle. Liebe Grüße gehen zurück, Caro. Schön, dass du geschrieben hast. Ich antworte heute mal so. Ja, nicht böse sein, dass ich nicht mal schriftlich antworte, weil das macht ja auch mal so Spaß, ne? Ja. Und hier, Kati schreibt, das schreibe ich auch gleich. Oh, ich schreibe viel, ne? Ja, ich habe gestern mal so einen Ruhetag gehabt, ne? Ich hatte so ein bisschen was gefilmt, so, aber da habe ich so, ne? Dann gibt so Tage, da hast du keine Lust. Ne? So, jetzt hier zu Kati. Kati, Hallöchen. Also ich weiche keine Linsen mehr ein. Muss die früher oft genug machen. Ich gestehe, kaufe nur die Dosenlinsen mit Suppengrün. Die sind schon gekocht. Fleisch, Knacker, Kartoffel und Gewürze mache ich selber dran. Da fällt mir ein, ihr könnt auch Linsensalat mit roten Linsen machen, wenn ihr auf eure vegetarischen Trips seid. Wollte ich auch mal ausprobieren, aber vielleicht schaue ich mal, ob du es machst. Im Internet gibt es massig vegetarische Rezepte, aber vieles ist nicht so meins. Was ich noch lecker finde. Und auch, ich muss mal gucken, ich verliere die Seite hier. Ich kann mir das halt auch sowas nicht merken. Ne? Ganz komisch, genau wie sehe ich da. Gekocht und habe Brokkoli-Auflauf und Blumenkohl-Auflauf mit Kartoffel oder Süßkartoffel. Gestern hatte ich einen Tipp auf ein Kalenderblatt, da stand damit: Brot nicht schimmelt, legt man eine rohe Kartoffel dazu. Das probiere ich auch aus. Aber ob man die Kartoffel schälen muss, stand da nicht. Nee, ich glaube, wenn du die schälst, dann ist die angreifbar für andere Krankheiten, weil die Schale ist ja auch der Schutz, ne? So, jetzt habe ich für einen Monat meine Schnitzel in, ach so, einen Moment meine Schnitzel in der Pfanne vergessen und nun sind sie auf einer Seite Brandenburger. Ich mag das. Ich mag, wenn Schnitzel angebrannt sind. Ja. Ja, ich weiß, das ist krebserregend alles, ne? Aber das hat so richtig Geschmack. Ich hatte mal eine
eine Perle und Mädel gehabt damals. Ne? Perle sagt man ja nicht mehr. Ich ja, also ein Mädel gehabt. Ja, und die hat dann immer in Butter, Schnitzel in Butter, ah, Leute. Und da war immer eine Seite so ein bisschen angebrannt, ne? Weil ich sie so ein bisschen geärgert habe und dann hat sie gesagt, vergessen, dass er in der Pfanne war und dann. Für überreife Bananen habe ich auch etwas. Einfach in Butter und Zucker und karamellisieren oder nur in Butter braten und Honig drüber. Ja, Kathi, das ist mega. Das ist kackengeil. Das ist so richtig was, ne? Das ist lecker, lecker, ne? Ja, ich mag ja auch gern diese gebackenen Bananen beim asiatischen Menschen da, ne? Beim asiatischen Kochenküchenmenschen da, ne? Ihr wisst, was ich meine. Oh. Obwohl, obwohl der Asiate, der hat so gerade mal für seine ganze Menükarte, der hat 60 verschiedene Menüs, hat er, ich weiß nicht, wie das sich nennt, 60 Menüs auf der Karte und der hat nur 25 Zutaten. Verstehst du? Ja, ja, du bestellst dann da irgendwie Hühnchen, ich weiß nicht, wie das jetzt auf Asiatisch heißt, da Pilze. Hühnchen mit Pilze und Paprika. Das hat dann so einen Tangalongi, ne? Einen speziellen Namen irgendwas, ne? Oder 27 nur, ne? Ja. So. Aber dasselbe Hühnchen mit Zwiebeln und mit Auberginen, sag ich mal jetzt so, ne, fällt mir jetzt nichts anderes ein gerade, ist dann Nummer 38. Ne? Aber dann greifst du einfach nur dazu und dazu. Jetzt hast du aber den Tangadori-Salat bestellt, dann geht der hin, macht da ja, die Pilze wieder und von der Paprika in dem Salat. Ein Dressing drauf, zack, also den Tangadori-Salat auch noch. Ja, verstehst du, was ich meine? Die haben dann nur Dosen, also diese Bain-Marie, auch auf Deutsch, oder geschriebenerweise, mit AI, nicht mit EI. So, ja, und da diese Einsätze, ne? Und die sind dann voll mit dem Gemüse. Und du bestellst jetzt die 38, dann weiß der Chefkoch in der Küche, 38, da sind Pilze und Paprika. Verstehst du? Ja, wir haben das anders. Wir sind da nicht so flexibel, nicht so gewitzt, ne? Ja, wir haben dann, oh, Sauerbrat mit Klöße. Ach du, ja, bestellt einer Sauerbrat mit Pommes, so wie ich jetzt machen würde vielleicht, ne? Ich bin so ein Pommesheld, ne? Tut mir leid, dann bestelle ich auch manchmal, nee, habe ich noch nie gemacht. Ich habe das schon so gegessen, wie es auf der Karte steht. Vielleicht mit einem Kloß mehr oder so, weil ich so Appetit drauf hatte, ne? Das kann schon mal passieren. So, aber, ne? Die machen sich das einfacher. Wir haben, ja, oh, da müssen wir Sauerbraten vorbereiten, ja, da müssen wir einen Tag vorher schon da sein, eine ganze Woche schon da sein vorher, ja, einlegen, ja, und dann hinterher erstmal Soße ziehen und anbraten und anderen Tag kalt werden lassen, schneiden und dann, oh Leute, das ist ja also kompliziert. Ja, der Asiate macht sich das einfach, ne? Der hat dann nur so, ne, Schubfächer, so Schubladen, ja, und dann nimmt er sich hier was, dann weiß er, das ist jetzt Nummer 35, ne, oder 58 oder was, ne, je nachdem, was er so auf der Karte hat, ne. Ja, yeah. Lecker. Stößchen. Aber ich bin ja noch hier weiter, ne. So, Hose schreibt: Ich würde mir das gut überlegen mit dem vegetarischen Projekt. Ich gebe dir recht, ja. Gerade du, der Hausmannskost liebt, würde noch mehr leiden bei dieser fragwürdigen Kost. Dein Koch Niki, das ist ja nicht mein Koch, das ist mein Mann. Süß. Dein Koch Niki, gerade du, der Hausmannskost liebt, würde noch mehr leiden, diese fragwürdige Kost, dein Koch Niki meint ja, die Rügenwälder könne es alles retten. Aber wir wissen, was für ein sinnloses Zeug
also auch mal mehr anzeigen hier, dann habe ich das auch. Er schreibt auch etwas mehr, Rügenwälder können das retten. Am Ende stehst du in deiner Küche und weißt nicht mehr, was man dann noch kochen könnte. Och, doch. Niki haut sich auf der Arbeit sein Schnitzel rein. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Mensch ein Säugetier ist. Nichts für ungut. Nein, hast du vollkommen recht. Ich gebe dir recht. Ich gebe dir sogar mehr recht, wie manchmal Niki, der das Kochen ja gelernt hat. Ne? Weil die Erfahrung macht es ja. Ne? Was habe ich schon alles erlebt? Auch mit Essen. Ja, der Esskultur, die wir so an den Tag legen, ne? Ja, das ist ja auch nicht alles so einfach, ne? Wenn man das gewohnt ist, was ich zum Beispiel abartig finde, Leute, und das finde ich wirklich abartig, Babys, ja, sobald die irgendwie, ja, schon etwas festere Nahrung zu sich nehmen können, wenn man die dann mit vegane Scheiße kommt. Ja, Leute, euch gehört was vor dem Kopf geklatscht, ja, das ist ganz klar, und dann wissenschaftlich klingt jetzt wieder so abgedroschen, ja, so, ja, also wissenschaftlich festgestellt, ja, aber das, was willst du denn sagen? Reinigungspersonal abgedingsbums, dass das gefährlich ist? Das klingt ja noch bescheuerter, also nehme ich jetzt das Wort wissenschaftlich niedergelegt, schriftlich, dass das absolut nicht richtig und gefährlich ist für kleine Kinder, für Babys, ja, denen vegetarische Nahrung anzubieten. Nahrische Kost, oder wie man das auch sagen möchte. Doof ist das. Ja, Leute, der macht einen großen... Ich fühle mich jetzt nicht mal als Baby. Ne, also... ja. Schwänzke dir so... Nein, ich bin kein Baby mehr. Nein, um Gottes Willen. Da sollte man aufpassen. Ebenso bei alten Leuten. Ich glaube, das trifft jetzt auf mich, ne? Ich sehe nur so alt aus. Ich style mich morgens, ich bin ein junger Hüpfer, ich style mich morgens immer komplett anders, ja? Und dann sehe ich so schrecklich aus. Wisst ihr was, darf ich eine rauchen? Ich quassel so viel, ich rauche mir eine, ne? Ja, ich rauche eigentlich, ich nehme erstmal meine Tabletten. Dann rauche ich immer eine. Ich habe da so meine Rituale, das habt ihr mit Sicherheit auch. Ihr wisst es nur nicht oder ihr denkt darüber nicht nach. Mein Ritual ist morgens aufstehen, frisch machen, sauber machen, Tötti, Kaffee, dann läuft der Heißwasserkocher, läuft dann schon. Dann, bevor ich den Computer großartig, ich mache ihn an, weil der braucht immer so, das ist ein alter Computer. Dann schmier ich mir schon mal ein Bütterken oder... vor meine vegetarische Zeitader da, ne, dann nehme ich mir ein Stück Fleischwurst oder ein Stück Käse, damit ich eine Unterlage habe. Ne. Also nehmt auch nicht die Tabletten einfach nur so, schmiert euch ein Brot oder so. Ja, ihr müsst immer eine Unterlage haben. Ja, wenn ihr vorgegaukelt bekommt in der Werbung, oh, ich habe Kopfschmerzen, aber doch nicht jetzt, wir sind gleich dran. Weißt du, da gibt es hier diese Schütt rein, ne? So Tütchen oder Tabletten zum Kauen oder irgendwie so ein Scheiß. Ja, Leute, fangt mir mit dem Quatsch nicht an. Guckt, dass ihr dann Getränk bei habt. Ihr dürft keine Medikamente, außer Hustensaft, ne? Da ist ja Saft dabei. Ihr dürft keine Medikamente, überhaupt gar keine Medikamente, ohne Flüssigkeit einnehmen. Das steht immer drauf, ne? Ja, und mal eben so eine Schnelltablette, ja, oder so ein Pulver, oder es gab auch so was man auf die Zunge legen musste und dann waren auf einmal Magenschmerzen weg. Ihr müsst dabei was trinken. Ja, und auch wichtig, ihr müsst dabei halt eine Unterlage haben. Und da ist bei mir eine Scheibe Brot mit fettigem Käse, ja, leider, ne? Also von wegen Diät ist natürlich im Arm, ne? Ja, ein Stück Gurke tut's vielleicht auch, Tomate, ja, mein Gott, ein Apfel. Hauptsache, du hast was im Magen, ja, wo so ein bisschen sich auf die Magenschleimhäute, ja, sowas ab. Ja, wie die gute Politur, wenn du am Auto, ne, guck mal, wenn du aus der Waschanlage kommst und hast so eine extra Politur dabei bestellt, ne, du zahlst richtig Kohle für, ja, und da hast du hinterher nur so Wasserkulpullen da, so Perlen da auf dem Auto. So meine ich das, ne? Da hast du so eine Schutzschicht in dem Magen, ja, und dann kannst du,
Ja, den Tag angehen. Ich, wenn du nicht aufpasst, musst du zwischendurch, musst du immer hier Dinger nehmen. Wie heißt es? Magen, Matopazol oder wie er da heißt, ne? Ja, so ein Scheiß da. Ich mache hier die ganze Zeit Werbung, das wollte ich jetzt gar nicht. Um Gottes Willen. Also jetzt kannst du immer noch, jetzt kannst du den Scanner noch lesen. Ach komm, ich trinke das jetzt weg und dann ist das gut. Das war jetzt nicht böse gemeint. Ich mache keine Werbung für andere. Ja, immer ordentlich nachtrinken, sonst schlägt das Medikament mit seiner breit entfaltenden Wirkung ja voll auf eure Magenschleimhäute. Ja, und irgendwann dann, habt ihr so einen Magendurchbruch. Aber ich rauche jetzt mal, tut mir leid. Kinder, wir gucken. Ja, das ist so morgens mein Ritus. Ja, jetzt haben wir mal den Fall, ja, ihr kommt mit mir am Computer und ich lese euch hier so ein bisschen vor. Ja, also wie gesagt, Hose. Ich gebe dir da vollkommen recht. Ich wäre jetzt böse oder dumm, wenn ich das jetzt nicht täte. Erstmal A, ich liebe Hausmannskost. Also Leute, Sauerkraut, so untereinander mit einer Mettwurst dabei. Kackengeil. Ja, eine Frikot mit Möhren und Kartoffeln untereinander. Oh, super, ey. Da gehe ich dran kaputt, ne? Schön ein bisschen Fett oben drüber, ne? Macht halt auch immer so, ja, so das von der Frikadelle oder von der Bratwurst. Ein bisschen das Fett. Und dann so oben über die Kartoffeln, so. Oh, das ist so. Macht das mal, wenn ihr das noch nicht kennt, macht das mal. Aber Hose, wie gesagt, Hausmannskost hat er auch geschrien, also in laut, in groß geschrieben, ne? So, und fragwürdig würde ich jetzt nicht unbedingt mehr sagen, weil fragwürdig ist es ja nicht. Ne? Für die Leute ist es aus Überzeugung zum Tierwohl. Ja, letztendlich, ja, also ich dürfte kein Landwirt sein, der ja, Tiere züchtet, um sie hinterher zu töten. Ich würde ein Tier ja vielleicht züchten, damit es schönere Ohren hat. Ne? Aber dann nur zum Angucken. Ne? So. Ja, ich könnte, also ich kann kein Tier essen, was ich vorher ja lieb gehabt habe, ja, oder Namen gegeben habe, ne? Ja, bei meinen Cousinen oder Onkel und Tante, und der Onkel hatte immer Hühner gehabt, ja, die hießen alle irgendwie anders. Die eine hieß Gundel, die andere hieß Frikadelle, das Huhn, ja. Ja, und aber ein Hahn durfte nicht dabei. Die Nachbarn, ja, der Sohn, der größere Cousin, ja, der musste sein Schlagzeug hinterher abgeben, weil er angeblich sich ein Nachbar beschwert hat. Den hätte ich was gegeben. Ich sag dann, gib deinen Kindern auch ein Instrument, dann ist das schon wieder in Ordnung. Dann haben wir hier eine Band auf der Straße. Aber nee, die waren ja alle nicht so schlagfertig, ne? Die waren alle so sehr zurückhaltend, meine Mutter auch. Oh, die Nachbarin hat gesagt. Ne? Die Nachbarin hat mal zu meiner Mutter gesagt, dein Sohn hat aber eine hässliche Frisur oder irgendwie sowas, weil die mal aushilfsweise Friseuse war. Ja? Hat immer schwarz gearbeitet, die Zicke da. Ja, ich kann, ich, nein, ich kann, ich, die, also rotes Tuch bei mir. Ah, oh, wenn ich die sehe oder gesehen habe damals, mir so, genau wie die eine Oberidiotkacke da aus der einen Partei da, ne? Ja? Ich sag jetzt eine Partei, habe ich irgendwas da in Braun? Ah, oh. Sonst hätte ich euch nur die Farbe gezeigt. Ja, ganz ehrlich, wenn ich die sehe, dann wird mir richtig kodderig. Mir wird genauso wie der Idiot aus Amerika. Ne? Denn, boah. Aber ich habe ja noch mehr. Sind ja heute noch mal zwei Stück dazugekommen. Ich mache jetzt mal überall Daumen hoch. Ist ja auch alles richtig und ehrlich. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt heute mal per Video. Schalte, Videoschalte, klingt schon sehr aufwendig und spannend, ne? Ja, warte mal, sehr gerne, gute. Ich schreibe jetzt mal gar nichts, ne? Ich mache es mal überall und dann müsst ihr dann einfach den nächsten Video gucken, ja, dieses Video hier, ja, und dann seht ihr auch dann, was ich dazu sage. Jetzt habe ich ja noch mehr Kommentare. Schon wieder bald ausgegangen. Mein Gott, ich quatsche zu viel, da geht sogar die Zigarette aus. Mein Gott, ne?
Assi, ne? Ja, ich kenne das Assi. Ja, vor der Kamera sitzen zu qualmen, ach, ist das hässlich. Ich mach das nicht gerne. Das ist nichts Schönes. So, warte mal. Ah, oh, eine mag ich bewerben. Ihr habt meine Gedanken gelesen. Toast auf Backblech, also User CK 5UL2TO1B schreibt: Toast auf Backblech mit Butter bestreichen, mit Salami belegen und mit Mayonnaise bestreichen. Tomaten belegen, mit Scheibe Käse belegen. Das habe ich ja schon gemacht, mit Salamikäse und also backen 20 Minuten. Okay, fertigen. Auf dem Teller mit wichtig, es muss nur der sein Curry Gewürz Ketchup mit. Ja, dann sage ich jetzt wieder eine Firma, also delikat, ne? Ja. Das ist natürlich jetzt die Frage, meint er jetzt die Salami? Es gibt ja mit der Windmühle, ne? Es gibt ja da eine Salami, die ist ja vegetarisch oder sogar vegan, ne? Also ich habe die damals, wo die ganz frisch rauskam, also neu, also nicht frisch, sondern neu rauskam, ja, der Artikel entworfen worden ist, da habe ich die erstmal ausprobiert. Die hat natürlich nach Salami geschmeckt, weil du liest auf der Verpackung Salami und unten Strich in grün mit so ein grünes und gelbes Blatt, vegan. Ne? Dann liest du das und weißt, da ist Salami drin. Das ist ja suggestiv. Ne? Das wird dir eingeredet, ja, und wenn ich jetzt so den Erdbeerjoghurt gebe und ich sage, oh, der schmeckt aber heute nach schön nach rosa Vanille, dann sagst du, ja, das schmeckt nach Vanille. Ja, weil man redet dir das ein. Ja, manchmal kann man ja gar nicht unterscheiden, was ist jetzt halt der Joghurt für ein Geschmack. Wenn jetzt einmal mit verbundenen Augen, ja, und ich sage, das ist Aprikose, ja, und das Banane, dann schmeckst du da Aprikose draus. Ne? Ist leider so. Ne? Das Gehirn lässt sich gerne veräppeln. Ne? Der Curry-Ketchup, den esse ich auch selber gerne. Also User CK5, ja. Also hier steht ein D davor. Das mag ich wirklich auch selber ganz gerne. Morgen isst du und deine Leute auch Grünkohl? Ja, mit Kassler, ja, hör mal, Leute. Oder geräucherte Wurst dazu, gekochte Kartoffeln. Geht sehr leicht zu machen. Kann dir Rezept. Nee, brauchst nicht schicken. Weil wenn du bei uns in der Liste rauf und runter scrollst, irgendwo steht da Grünkohl. Ich glaube sogar zweimal. Ne? Auf den 460 Filmen, die wir jetzt da schon haben, dürfte da irgendwo auch mal zweimal Grünkohl mit Sicherheit draufstehen. Steht auch, das weiß ich. Wir kochen ja nicht für Rezepte. Ja, ich sage immer, Pappnasen gibt es genug bei YouTube, viel zu viel. Das, was wir machen, ist ja, das ist ja kein Kochstudio, ne? Wir sind ja, der Hauptsinn und Ziel und Zweck der Übung ist, ja, wir unterhalten uns, ja. So wie früher so, ja, überleg mal, ja, du hast früher große Küchen gehabt, also richtig große Küchen, das waren Tanzsäle, wenn das dein Portemonnaie natürlich hergegeben hat, dann waren das große Räume, da stand ein Kachelofen drin. Der Kachelofen hatte meistens noch eine Sitzbank. Da war dann ein Kissen extra für die Musch, für die Katze, ja, die eigentlich sonst lieber hätte doch besser Mäuse fangen sollen, wieder sich den ganzen Tag den warmen Arsch zu holen. Dann saß Opa und Oma da, oder nur Opa und Oma, die saß woanders, die stand irgendwo an der Spüle, war Kartoffeln am machen oder so, ja. Und dann hat man da so gemütlich so, ja, seinen Bauch gepflegt, ne? Und dann standen da immer, ja, viele Leute, wenn du Besuch hattest, die standen dann auch mit in der Küche. Du warst dann den Kartoffelsalat am Machen für den Besuch, ne? Und da habt ihr dabei gequatscht. Und genau das ist der Moment. Ja, dieses Quatschen, ja, diese Unterhaltung, ja, von Themen, die gestern und heute und so passiert sind.
Ne? Machst du Nachrichten an, hast ja nur Horrorvorstellungen, ja? Du siehst ja immer, immer, immer nur so. Und dann hast du Politiker, ja, und das ist ja für mich auch so ein Ankratzpunkt, ja, so ein Kratzer, ja, wo ich immer nervös werde. Ja, Politiker, die reden eine halbe Stunde, haben diese Sprechzeit, eine halbe Stunde oder fünf Minuten oder so, ja, wenn so ein Parlament, die sagen nichts. Die sagen dir überhaupt nichts. Die reden nur Phrasen drumherum, ja, aber die kommen nicht zum Punkt. Die sagen, nein, pass mal auf, die Leute müssen, der Rentner muss jetzt mehr Geld haben. Weil ich ja auch nicht kapiere, ja, die reden von, ich glaube, von 1250 Mindestknete im Monat muss der normale Bürger haben. Soweit habe ich 1070 oder so ungefähr, ne, die Rente. So, das verstehe ich nicht. Dann fehlt mir so ungefähr 200 Euro, oder? Ja, weißt du, dann sollte doch mal Nägel mit Köpfen machen, ja, also Fakten am Tisch legen und sagen, so, wenn wir schon einen Quatsch reden, ne, ja, das ist jetzt nicht, nee, bloß nicht falsch zu verstehen. Ich sehe das jetzt mal nur so aus meiner Warte. Ich möchte auch damit nichts lostreten, weil ich sehe nicht ein, dass man jetzt, sag ich mal, in Not geratene Menschen, Flüchtlinge, jetzt damit auf den Schwanz tretet, ja, oder böse anmacht, ja. Das will ich gar nicht. Um Gottes Willen. Gar nicht. Ja. Ich wäre auch bereit, jemandem zu helfen. So. Dann sollen doch die Braunen, ja. Die doch so die Fresse so weit aufreißen und das nicht hier, ja, so haben wollen. Ja. Frag die doch mal, wie viele Patenschaften die im Außenland haben. Nicht eine. Nicht einer davon. Ja. Da könntest du doch schon mithelfen. Das ist doch das. Ne? Verstehst du? Ja. Ja, und irgendwann, wenn sie alle rausgeschmissen haben, Hücke, ja, wer putzt dir den Arsch ab, wenn du im Altersheim bist? Ja, von deinen braunen Brüdern da? Nee, tut mir leid, ich bin heute sehr deutlich. Ich habe ja auch die Zeit und die Ruhe dafür. So, Grünkohl. Ja, USA. Ich sehe jetzt natürlich deinen Namen nicht, ich lese da nur USA. CK5UL2TO1B. Ja. Ich kann da jetzt nicht so dich jetzt persönlich ansprechen, aber wie gesagt, ja, wir sind jetzt momentan auf einem veganischen Trip, vegetarischen Trip. Ich darf das nicht verwechseln, um Gottes Willen. Dann dürfte ich ja auch die Butter und die Käse schon gar nicht mal mehr, ne? Dann dürfte ich jetzt nur noch Brot mit nix. Brot ist ja auch mal so eine Sache, ne? Kann ja auch sein, dass man da auch schon mal Butter dran tut, ne? Hier, so ein Brioche, ne? Dieser französische Käse, ne? Brot, ne? Da ist ja dann auch schon meistens Butter drin. Und dann wird das mit der, dann hört das nämlich, dann hört erst recht der Spaß auf. Bei vegetarisch, da hast du ja immer noch die Auswahlmöglichkeit. Ich glaube sogar, manche genehmigen sich sogar Fisch. Ja, das ist dann irgendwie, ja, so eine fisch-vegetarische Variante, ne? So irgendwie, keine Ahnung, Leute. Ja, das will ich auch gar nicht so genau wissen. Die Ärztin sagte, ja, kann ich machen, stark genug bin ich dafür. Ja, nur eben halt, sobald irgendwie komische Bemerkung, nicht Bemerkung, wenn da irgendwas ist, was ich, wenn ich anfange, Leute zu beißen, ja, dann sollte ich damit aufhören. Werde ich machen. Ne? Das haben wir uns alles vorgenommen, ja, und das lassen wir dann auch, ne? Das muss ja nicht sein. So, ich schreibe dann mal, ich mache auch hier Herzchen und einen Daumen hoch. Na, und müsst ihr einfach jetzt mal diesen Film angucken, dann habe ich euch mal jetzt so geantwortet, was vielleicht auch mal ganz interessant ist, weil, ja, ich, das ist mir jetzt 9 Uhr, was hatten wir gerade gehabt, jetzt haben wir 10.51 Uhr, ja, in the morning, das ist mir einfach zu früh zum Anfangen. Früher, Vater hat immer einen Tag vorher sogar angefangen zu kochen, wenn so Festtagsmenü gab, ne, so Ente oder Gans oder wie heißt das da, Hasenbraten oder so und Klöße, ah, schon mal, oder Suppe, ne, Hühnersuppe oder Rindfleischsuppe. Rindfleisch braucht man ein bisschen länger wie Hühnchenfleisch, ne, oder Hähnchenfleisch. Hähnchenfleisch, das war ja auch immer sehr schnell, ist ja immer sehr, sehr, sehr schnell durch, ne, genauso wie Fisch. Fisch muss ja auch aufpassen, die Garpunkt, ne, dass du, ja, dass du ihn, wenn du den durch so auseinander zerlegst, ja, dass du innen drin noch so glasig ist, ne?
Nicht zu trocken, der muss glasig sein. Sonst kommt da irgendwie so ein Koch, so ein TV-Koch, ja, die ja den ganzen Tag nur da vor der Kamera rumhüpfen und springen und tanzen, ja, und du musst Zeug erzählen und dir erklären, dass dein Essen ganz schlecht ist. Ja. Ja, für mehr sind die nicht da. Die sollen doch in der Küche da stehen, ja, und ihre Lehrlinge und Gesellen da zurechtpfeifen und nicht jetzt hier uns, ja, wie wir privat nicht anders kochen und nie anders kennengelernt haben. So, der Export war erfolgreich, aber das habe ich ja schon heute Nacht gemacht, vorm Schlafengehen. Ja, das war ja das Gordon blöd. Gordon blöd. Ja, ich finde das Wort lustig. Cordon bleu. Ich weiß halt gar nicht, was das eigentlich bedeuten soll. Cordon bleu. Ja, man kann das mit Hühnchen machen, mit Putenfleisch oder so. Putenschnitzel kann man auch mit Käse und Schinken füllen. Ich hatte jetzt keinen Kochschinken gehabt. Ich habe dafür anstatt dessen, deswegen, wir sind keine Kochs, sondern nach Rezept. Ja, weigere ich mich, will ich nicht. Ja, ich habe jetzt da normale Schwein genommen. Das war auch so ein Lachs. Also praktisch, wenn man eine ganze Kotelettreihe hat, wäre so ein Nacken, nee, nicht Nackenkotelett, Stielkotelett, ne? Das ist ja der Knochen und da drin ist so was Rundes, das runde Stück magere Fleisch. Das ist mir zu trocken. Ganz ehrlich, das ist mir zu trocken. Ja. Das nehme ich vielleicht mal zum Grillen, aber da muss wieder dick ordentlich Kräuterbutter drauf. Ach, Kräuterbutter. Oh, was Leckeres. Mache ich auch mal. Na? Dann kann man das besser mit irgendwas füllen, mit Käse und dann so ein bisschen braten und im Backofen warm halten, ja, bis die Kartoffeln fertig sind. Und dann. Entschuldigen ich rede zu viel, merkst du? Ja, dann kann man das ne, ein bisschen sich schmackhafter machen. Ja, Lachs, also der ausgehöhlt, ausgelöste vom Knochen befreit aus der Kotelettreihe. Ne? So, und da kannst du ja wunderbar Schnitzel draus machen. Ja, also für einen, der so trocken gerne mag. Ja, oder ja, Schmetterlingsschnitzel kannst du draus machen. Ja, dann brauchst du einfach nur durchschneiden, da habe ich euch ja schon mal gezeigt. Und einmal nicht ganz durchschneiden, dann lässt du so einen Zentimeter stehen, ja, bis du ganz die Scheibe durchgeschnitten hast. Und dann die nächste Schnitt, da schneidest du bis ganz am Brett. Ne? Holzbrett wohlgemerkt, nicht Plastik. Bis unten am Brett schneiden. Und dann kannst du das so auseinanderklappen, wie so eine Tasche, ne? Ohne Henkel. Ne? So. Oder wie früher so eine, ja, Frauenhandtasche, die man nur so unterm Arm getragen hat, ohne Henkel. Ne? So, und da kannst du dann, da kannst du reinmachen, was du willst. Ne? Da kannst du Frischkäse reinmachen, du kannst da Fleischwurstschnipsel reinmachen oder Käse der Sorte oder dies von das, Paprikaschnipsel, da kannst du alles reinmachen, ja, in so eine Tasche. Und darum will ich ja nicht auf Rezepte arbeiten, sondern ich zeige euch ungefähr, ja, ich habe jetzt da so ein Löffel können, Salz kommen, alle Kartoffeln, aber das wisst ihr alle selber, ne? Da brauche ich doch gar keinen Koch für, da brauche ich doch keinen TV-Koch für, ne? Ich will kein TV-Koch sein, ich mag das nicht, ich mag die Typen nicht, ne? So diese Schlauberger, die Besserwisser, die Klugscheißers, ne? Sollen sie erstmal in ihrer eigenen Küche arbeiten? Ja, ich glaube, die machen sich ihre Küche damit kaputt, weil sie nur noch im Fernsehen stehen. Ja, die machen sich kaputt. Ja, ja stell mal vor, guck mal, du willst in Heino sein Café. Ja, irgendwo hat er ein Café. Ich glaube sogar im Phantasialand hatte da so ein Ding, meine ich. So, aber stell dir mal vor, du gehst jetzt alle 3 Tage rein. Oh, weil die Nussecken so toll sind, ne? Oder war das? Ich weiß, ist egal, auf jeden Fall, irgendeiner hat Nussecken, ne? Ja. Aber du siehst nie den Heino da drin. Ja, was will ich denn dann da? Ja, Leute, wenn ich da hingehe, ja, Nussecken kann ich auch bei Brutto kriegen oder bei Hab mich Lieblein oder so, ne? Oder irgendwo anders im Laden. Ja, Leute, warum muss ich das, ne? Ja, und wenn der dann nie da ist und dann vielleicht 30 Cafés hat, wo er seinen Kuchen, seinen besonderen Kuchen anbietet,
Ja, den du woanders auch kriegst, ne? Ja, dann überlegst du das, ne? Beim nächsten Mal vielleicht, ne? Dann sagst du dir, bin ich bescheuert. Ja. Ja. Lustig. Nee, 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 nee. Leute, nee, das muss nicht sein. Ja, also, Thema Politik nochmal. Ja, wir reden über Politik. Aber auch nicht mehr wie das, was du in deiner Küche mit deinen Gästen machen würdest. Verstehst du? Und so soll es bleiben. Ja? Wenn wir über irgendwas reden, Religion, sexistisch oder so, ja, so ein Stück nur. Da kann ich lieber über mich lachen und über mich Witze machen, wie über das ich sowas Witze mache, weil das ist kein Witz für mich. Da sind manchmal, sind das Menschen, da kriege ich Angst vor. Ich meine, ich habe keine Angst vor Menschen. Wenn einer meint, er muss mir was Böses, ne, das dann hinter böse Aua. Ne? Also, solange ich kämpfen kann oder solange ich mich bewegen kann. Wenn ich im Rollstuhl sitze, dann habe ich aber immer noch einen Krückmann und dann kriegst du einen damit. Ja? Kann ich dich mit ranziehen und dann kriegst du einen mit der Faust und mit dem Feierabend, Schluss mit dem Munder. Nein, ich bin ganz total lieb. Bin wirklich ein total Lieber. Na, auch wenn ich manchmal so böse aussehe oder so, tue ich gar nicht. Ich sehe nicht böse aus. Nein. Na, ich hab Pfefferkrümel hinten im Hals. Ah, ist das furchtbar. Ja, aber dann sitze ich dann hier so morgens, ne, mache dann schon mal Film fertig, guck hier, beantworte hier Kommentare und so. Das ist ja für mich eine Aufgabe, ne? Guck mal, damals habe ich hier eine Homepage gehabt, hier aus dem Ort oder so. Und da waren viele Menschen mit sehr zufrieden. Ist wieder ein neuer Kommentar dazugekommen. Viele denken, kompliziert ich da. Kraut und zweimal kochen riecht, das ist. Ach so, User. Ja, User, CK, CK5UL2 TO1B. Ja, viele Leute machen es nicht, weil sie denken, es ist zu kompliziert. Nein, Grünkohl machen, also wenn er jetzt immer noch Thema, also er hat jetzt nochmal geschrieben, er hat jetzt dreimal geschrieben, ne, am frühen Morgen, also schon ziemlich fit, muss ich sagen, ne, also User Dingenskirchen. CK, also Strich CK5UL2TO1B. Ja, viele Leute machen es nicht, weil sie denken, es ist zu kompliziert. Ich dachte immer, ich bin der Einzige, die den, die, der ein, ich dachte immer, ich bin die Einzige, die den, Gro ach, das ist ein Mädel. Ja, siehst du, das kann ich leider aus den User, ihr wisst, was ich meine. Ja, nicht erkennen. Großen Beutel kauft, der für zweimal kochen riecht es. Aber kinderleicht, der Grünkohl liebt auch Fett, wie jedes Kohl. Deshalb kann man auch kleine Stücke Salami reinschneiden. Willst du es kochen? Ja, das habe ich ja schon mal gemacht. Und Grünkohl läuft öfters bei uns. Ich mache mir auch die Mühe, ich hole das auch aus die große Tüte. Ja, im Gemüsestand, Obst und Gemüse, den koche ich auch aus der großen Tüte, frisch. Ne? Man sagt ja, frisch. Obwohl der gefrorene Grünkohl, ganz locker bleiben, Leute, der ist genauso frisch wie das, was ihr halt, ja, wo er halt noch so, ja, wo er nicht knistert, wenn er drauf drückt. Ne? Und dann die Plastiktüte vielleicht drumherum. Ja, ja, Grünkohl ist gefroren genauso frisch wie das, was ihr ja aus der frischen Theke holt, ne? Ganz ehrlich, genauso wie Kohlrabi, Karotte und dergleichen, ne? Bei eingekochten Sachen ist es so, ja, die Vitamine, die Nährstoffe sind natürlich so ein bisschen rausgekocht, ja? Da ist es nicht so mehr so frisch, da kann man nicht unbedingt mehr von frisch reden, ja, und so eine Konserve, die erstmal, wenn die zwischengelagert wird, da gibt es riesengroße
Lagerstätten, Hallen, ja, wo die Karotten und Erbsen und so immer zusammen als Gemüsedosen, als Konserve gelagert sind. Da können die schon mal Wochen, manchmal auch vielleicht sogar Monate stehen, bevor die überhaupt ins Regal kommen. Ja, da kann man ja nicht unbedingt mehr von frisch reden. Aber die gefrorene Variante, Spinat oder so, das wird taggerecht, genau geerntet und am selben Tag ab, zack, gehäckselt, gewaschen, gemacht, getan. So wie du das zu Hause auch machen würdest, nur halt einen anderen größeren Rahmen. Ja, viel größere Maschinen, ja. Du musst mal gucken, wenn die Sauerkraut machen. Ach du lieber Gott. Ich habe mir das mal letztes Mal angeguckt, ne? Goggelt mal nach Sauerkrautherstellung. Haha, Leute, da lachst du immer kaputt. Guck dich mal da die Filme an. Ja, da hast du Maschinen. Hast du so Kohlköpfe? Ja, extra schön große. Da kommt eine Maschine. Ja, wir würden das jetzt mit einem Messer machen. Ich mache das zum Beispiel gar nicht so, ne? Wenn ich jetzt Sauerkraut selber mache, dann nehme ich. Ich habe meine Hobelbank, ne? Ich habe da so ein richtig so eine Sauerkrauthobel, so ein Kästchen, da kommt ja die Stücke da oben rein. Da gehe ich immer hin, viertel den von oben, ne? Den Knoss, also die Wurzel, sage ich mal, ja, wo die ganzen Blätter zusammenlaufen, ja, das schneide ich dann aus dem Viertel, einmal so mit so einer Rutschbahn, so raus. Und dann kommt das in meinen Sauerkrauthobel rein. Rauf und runter, hin und her. So, und dann habe ich das feines, selbstgemachtes, also zumindest Krautsalat. Wenn ich den jetzt hingehe, Salz drauf mache, anderen Tag das Salz auswasche und dann vielleicht nochmal eine kleine Prise Salz drauf mache, und Pfeffer, ne, und kleinen Schubser Essig mit Wasser verdünnen, ne, also nicht pur, oder den Tafelessig, das geht ja dann auch, dann habe ich einen wunderbaren Krautsalat. Müsste aber über Nacht stehen lassen, mit dem Salz, so wie es ist, dann vermischt stehen lassen in der Schale, Kühlschrank, anderen Tag auswaschen, also meiste Salz raus, vielleicht eine ganz kleine, abschmecken, ne? Vielleicht eine kleine Prise frisches Salz drauf, dann Öl, Essig, ja, Pfeffer ein bisschen noch dran, den wunderbaren Krautsalat, ne? Verstehst du? Man muss ihn nicht unbedingt kaufen, aber das Kaufen macht es ja alles auch einfach, ne? Ja, das Kaufen ist ja, ja, hast du nichts, kannst du nichts, bist du zu dumm für Krautsalat machen, ja, ja, viele sagen, ich kann nicht kochen, ich bin zu doof, ne? Nee, ich bin zu faul, muss es heißen, ja, der Hunger ist der beste Koch, sagt man ja, ne? Kennt ihr den Spruch? Habt ihr schon mal gehört? Nein, hast du noch nicht gehört? Jetzt hörst du. Hunger ist der beste Koch. Ja, du guckst in deinen Kühlschrank und boah, Eier, Paprika, noch ein Rest, Tomaten, Ketchup. Misch das doch alles zusammen. Ja, Paprika, Zwiebel in eine Pfanne anbraten. Vielleicht hast du ja noch ein Stück Salami über oder Fleischwurst oder so. Oder vegane, vegetarische Fleischwurst. Ne? Schnibbel rein damit. Ja, machst ein Ei drauf, Ketchup drüber, mal das allerbeste Essen. Hm? Aber zu sagen, ich bin zu dumm zum Kochen, ja, da stellt er sich in ein Licht, ja, ja, der stellt dich ja schon mehr unter der Eisenbahnbrücke im Dunkeln, ja, Leute, wo gibt es denn sowas? Ich kann doch nicht behaupten, ich kann nicht kochen. Ich bin nicht zu doof zum Kochen, dann sollten die sagen, ich bin zu faul. Kriegen den Arsch nicht hoch. Sofa sitzen, TV gucken, Baseball oder wie heißt das jetzt? Das Football da, ne, wo die mit so einer Eierkugel da irgendwo in so ein ziemlich zu hoch, wo der Torwart kann doch da gar nicht auf der Stange stehen und den Ball festhalten, wenn er kommt. Komischer Sport ist das, ne? Komischer Sport. Also es steht auf so eine Stange und dann ist wie so ein U oben drauf, ne? Wie soll denn der Torwart denn da oben hin und her rennen? Das ist der Schlimmer vor, der fällt da runter, da hast du andere nur tot und schwer verletzt auf dem Spielfeld. Ne, Leute, das ist kein Sport. Das ist ja schlimmer wie Boxen oder Ringen oder so. Ne, Ringen war ja noch zahm. Boxen ist gefährlich. Boxen, ja, oder dieses Thai-Boxen oder wie heißt das da alle? Ja, dieses spanische Ringenkampf oder Boxen, ne? Oh, Leute. Also ohne Schutz, ne? Ohne Schutz. Die hauen sich da die Fresse ein. Also das glaubst du gar nicht, ne? Ei, 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 ei. Ja, nun.
Aber wenn Sie wollen, wenn Sie sagen, yo, das ist mein Sport, ich liebe das, bitte, bitte, ja, was habe ich damit zu tun? Ja, sollen Sie die Fresse eintreten oder einen hämmern oder blutig schlagen? Ja, ich mag sowas aber nicht. Nee. Sport muss auch Ästhetik sein. Ja, es muss gut aussehen. Ja, nicht so dieses Wrestling da, ne, die WWW oder Wrestling World Visions of the Wrestling oder ich weiß nicht, wie der Teil ist. Scheiße. Ja, die schreien dann da rum, als wenn die wirklich kämpfen. Ja, die schmeißen sich doch dann nur durch die Gegend, ne. Dann klatschen sie so irgendwo auf der Brust mit der flachen Hand. Ja, oh, das klatscht schön, das ist laut. Und dann kommen sie mit so leichte Pappstühlchen. Ja, das Leichteste, was sie so irgendwo kriegen konnten, ja, dann schlagen sie sich damit. Oh, ja. Nehmt doch mal einen richtigen Stuhl, nehmt doch mal richtig aus dem Wirtshaus einen Eichenholzstuhl, so einen Wirtshausstuhl. Das macht aber auch nur einmal, ne? Ja, weißt du, das meine ich, ne? Das ist ja nur Schau, das ist ja nichts echt. Ja, die Anstrengung ist natürlich da. Wenn ich jetzt einen hochheben muss, der natürlich so einen Ballerina-Absprung macht, ne? Ja, wenn der Ballareur, also Ballerina ist das Mädchen, Ballareur, ja, das Mädchen so, wie bei Dirty Dancing, ne? Das Mädchen so, ja, und der hat geschafft und das Publikum tobt, ja. Nächstes Jahr haben sie das vergessen beim Campingausflug da. Ja, weißt du, da ist das, da springt der Angreifen, den man angreifen will oder schnappen will, und dann so einen Boden schmeißt, der springt vorher ab. Wie so eine Ballerina. Ne? Und der Ballereur schnappt diesen Wrestling-Partner oder Gegner ist er dann, und schmeißt den dann so auf den Boden. Aber der muss vorher abspringen. Und das muss so aussehen, als wenn das nicht so ist. Ne? Und dann schreien die erwachsenen Männer dem Sport hinterher, auch Frauen. Ich will jetzt nicht diskriminierend sein, aber Frauen schreien das auch hinterher. Ja, diese, ich weiß nicht, wie die alle da heißen, die haben also so dolle Namen, so wie die He-Männer, so, ne? Ja, der vom E-Team war da auch mal dabei, ne? Ja, warum nicht, ne? Aber da ist doch, die einzige Anstrengung ist, den da hochzukriegen. Ja, da ist ja auch so ein Kaliber, ne? Ja. Da finde ich hier lustiger, ja, die asiatischen Möppelkester, ja, mit der Tanga da, ne, mit der Unterhose da, die so im Arsch, in der Arschritze so hängt. Das finde ich wieder lustiger, ne. Ja, die sind ja, da geht's ja nur drum, den Gegner, ja, aus dem Ring zu bekommen. Ja, sobald der den Boden mit seinen Füßen da betritt, hat er schon mal verloren, ne. Ja, das ist ja in Ordnung. Oder hier, lustig finde ich auch hier türkische Ölringkämpfe, ne? Da haben die Jungs eine geile Lederhose an und dann wird der ganze Körper vom Kopf, ja, überall, da unten rein und am Arsch und überall, die ganzen Beine, Füße, total in Öl getränkt, ne? Ja, die ganze hinterher total lecker irgendwo, ja, im Rauch hängen, dann hast du schön Schinkenbraten. Nein, Quatsch! Scherz, ne? Nein. Ja, dann sehen die erstmal lecker aus, ne? So glitschig, ne? Ja, und dann musst du überlegen, wie packst du den jetzt, ne? Wo packst du? Du darfst ja auch nicht an die Genitalien greifen, ne? Ja, man hätte ja dann vielleicht einen Angriffspunkt, ne? Zum Greifen. Nee, das darfst du nicht, ne? Du darfst auch keinen, ja, Finger in irgendeine Körperöffnung oder so versenken, das darfst du auch nicht. Aber wie packst du den, ne? Das ist ein Geflutsch, ein Geglitsche ist das, ne? Ein, als wenn du auf Schmierseife, ja, bodentechnisch laufen möchtest, so, ne? Aber das ist eine Kunst. Verstehst du? Das ist, seit Hunderten von Jahren ist das der Sport überhaupt. Die Jungs, die tun sich nicht weh. Ja, vielleicht kriegen sie mal, wenn sie mal auf den Boden gedrückt werden und der Gegner liegt jetzt über dir und ein Ohr klemmt da irgendwo, ja, muss man mit leben, ne? Aber ich habe da noch nie Blut gesehen, ne? Ja, und schön. Ja, das ist für mich Ästhetik. Das ist Sport, der muss ja gar nicht immer so ins Brutale gehen, ja? Brutaler Sport, ja, immer wehtun. Ja, Leute, das muss nicht sein, ne? Ja, wenn du einen Klatsch in die Fresse kriegst, ja, dann klatscht du zurück, ja? Mit der flachen Faust oder so.
Geil. Nein, auf jeden Fall, ne? Weißt, was ich meine. Ja, das ist. Ich lade jetzt mal zwischendurch nochmal den. Ja, das ist. Nein, das ist nicht. Ich antworte dem mal eben ganz kurz. Sonst schreibt er immer weiter. Ich weiß doch, wie Grünkohl gemacht wird, Leute. Ich liebe Grünkohl. Ja, aber ich richte mein Leben ja nicht auf Grünkohl aus. Aber ich möchte nicht mal auf Grünkohl gebettet. Ja. Schlafen, na, nicht tot sein. So, Beutelkraft. Ach nee, grün schreibt man ohne H. Aber Kohl schreibt man mit H, ne? Wir machen sehr oft Grünkohl. Frisch braucht man nicht groß schreiben. Und gesund. Ja, Grünkohl ist gesund. Ja, obwohl, wie gesagt, ich bin immer der Meinung, wenn der, ja, bei Kartoffeln. Da schüttest du ja das Kochwasser ja ab, ne? Ob da die Vitamine mit abgeschüttet werden. Vielleicht sind ja noch ein paar Vitamine noch drin, ne? Man sagt ja mal, beim Apfel ist es so, hinter der Schale sind erst die, also hinter der Schale und dem Apfel selber sind die meisten Vitamine. Kann ich mir vorstellen, wenn die Sonne drauf scheint, ne? Oder? Ja? Nur letztendlich. Ja, bei der Kartoffel machst du die Schale ja ab. Letztendlich musst du ja auch gucken, ob du da auch keine grünen Stellen hast. Grüne ist ja giftig, ne? Also grüne eine Kartoffel immer groß, dicker abschälen, als man das sonst machen würde, ne? Wenn die schön goldgelb oder weiß oder hell sind, ist es in Ordnung. Aber wenn das grün ist, dann hat die Kartoffel zu viel Licht abbekommen. Dann solltest du den Standpunkt vielleicht, wo dein Korb steht, ja, entweder eine Zeitung abdecken, was ich immer so mache, ja, oder ja, so ein Tongefäß vielleicht, ja, mit Deckel und lichtdicht, ne? Weil da sollte kein Licht dran kommen, dann hast du vielleicht auch, ja, nicht unbedingt weniger Wurzeln, diese Quecken, die da rauskommen, ne? Die müssen aber alle ab, ne? Das muss ab und das Grüne unter der Schale muss auch weg, ja? Also, früher hat man immer ganz, ganz dünn, da hat man Sparschäler gehabt oder man hat nur direkt Pellkartoffel gemacht, um dann die ganz, das ist eine ganz Millimeter dünne Haut nur noch, die man dann noch abziehen kann. Also bei Butter, bisschen Salz drauf, Butter, ja, ganz einfaches, schnelles Essen, ja, und das kann jeder, glaub mir, das kann jeder. Ne? Kartoffeln weiß ja, wie das geht, ne? Piekst du mit einer Gabel rein. Und wenn die Kartoffel von der Gabel rutscht, also beim Hochheben, ja, und wieder zurück ins Wasser springen möchte, weil so schön mollig da ist, dann ist das gut, dann ist die Kartoffel gut, ne? So, wir machen sehr oft Grünkohl und das auch gerne aus frischem Kohl, ist sehr lecker und gesund, lecker. Ha, lecker heißt das, lecker. Wenn er den Grün, den Grün, den roten Tick-Tack-Strich darunter nicht gibt, ne? Dann werden wir aufgeschmissen so manchmal. Ja, ich schreibe manchmal auch, dann schreibe ich so, wie ich es gewohnt bin oder wie ich auch spreche, ne? Ja, also Leute, lecker Käffchen. Und ich habe immer noch meine Dübbelkes hier und ihr haltet mich von meinem lecker Essen ab, ne? Kaffee, ne? Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. So. Soll ich dir mal schreiben hier? Vielleicht kann er mal seinen Namen ändern, damit man auch weiß, wie man da anspricht. Dass er wenigstens einen Vorname so reinmacht, ne? User, Strich CK, 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 also CK5UL2TO1B. Ach, da ist auch noch ein I noch dazwischen. Ach, du lieber Gott.
Das lese ich jetzt, das reicht jetzt, ne? Das nerv ich ja nur noch mit. Bin doch kein Komiker. Ich doch nicht. So. Lecker und gesund. Anzusprechen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das kopiert kriege hier. Kopieren. Ja, einfügen. So. So. Ja. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das auch dahin kommt, ankommt. Weil manchmal ist das so, dann das bildet da nicht. Ne? Also ihr habt zumindest gesehen. Also User Dingenskirchen Strich CK Dingens. Ah, ihr wisst schon, jetzt mit I dazwischen. Das kann man kaum sehen, ne? Ein schmales irgendwas, ein I könnte das sein oder ein L klein geschrieben, oh, keine Ahnung. Indita ist größer. Das ist ein L. Also ein kleines L, jetzt sehe ich jetzt. Weil hier wenn ich antworte, der Text, die Buchstaben sind etwas größer. Schön. Sonst hätte ich das gar nicht gewusst. Nee, wir machen sehr oft Grünkohl und das auch gerne aus frischem Kohl. Ist sehr lecker und gesund. Kannst du mal deinen Namen ändern? Es reicht der Vorname. Ich finde das persönlicher, dich mit Vornamen anzusprechen als User und so weiter. Ne? Ich mach mal die letzten Dinger da weg. Da mache ich dafür X rein. Ja, weil kann ja sein, wenn ich da irgendwie so einen Link oder so einen Name oder so irgendwas reinschreibe, ist das halt so ein bisschen, dann meistens YouTube rächt sich darüber auf. Ich darf nämlich, ich, oder viele, ja, wenn ihr mir also einen Link schickt über Heinz Rühmann Filme, ja, die gucke ich ganz gerne, zwischendurch mal, aber das Problem ist, YouTube gibt nicht gerne Links weiter. Ja? Das ist so wie, vielleicht sehen die da einen Konkurrenten drin oder so. Ist ja Quatsch. Ne? Den YouTube-Film von Heinz Rühmann könnte ich ja auch hier gucken. Ne? Ja? Ja, aber man kann sich aber auch so keine Tipps geben. Das ist schon traurig. Ne? Guck mal, geh doch mal nach dem und dem, geh doch mal da gucken. Da siehst du, wie Grünkohl gekocht wird oder so, ne? Weil du das nicht weißt. Ah, ja, und nee, also ist vielleicht noch nicht alles so ganz so, wie es sein soll, sag ich immer, ne? Und wenn es dir schlecht geht, gib immer dem Wetter die Schuld. Wetter ist immer schuld. Ganz einfach. Nicht immer auf dich schieben. Ne? Nicht mal negativ denken. Ja, ich habe oft genug negativ gedacht. Ich war auch mal depressiv. Ja, mir ging es auch mal so richtig da, richtig scheiße. Entschuldigung für den Ausdruck, ne? Ja, aber da kann man drüber wegarbeiten. Such dir ein schönes Hobby, ja. Such dir was, wo du sagen kannst, jo, das opfer ich mich jetzt für komplett auf. Nein, du musst dich nicht aufopfern, um Gottes Willen. Es muss ja noch Luft und Zeit und Raum für dich sein, ne? Aufpassen, ja. Und wenn du, sag ich mal, im evangelischen Kaffeeklatsch gehst, ne? Gibt es auch, war Mutter immer, ne? Die hat dann immer da Kaffeeklatsch einmal im Monat gemacht. Das war ja zu wenig. Ich sage, Mutter, dann gibt es mit Sicherheit andere Treffen. Vielleicht treffen die sich da mal zum Kegeln oder treffen die sich mal einfach nur so zum Klönen, aber woanders. Ne? Die muss ja nicht in meinem Gemeindehaus sein. Ne? Ja, da gibt es mit sich. Und dann hat Mutter natürlich immer so ein bisschen geguckt und da und dort. Ja, und das fand ich immer ganz schön. Ne? Ja, zwischendurch musste ich so mal Kaffeeklatsch abholen, Schulkameraden, Schulklasse treffen da, ne? Ja, da musste ich sie mal vom Altwalsum aus dem Café abends abholen.
Und dann standen sie immer da mit Likörchen. Likörchen hat gewirkt und Spaß gehabt. Ui, tschüssi, bis nächstes Jahr. Nee, und tschüssi. Ja, und manche hast du natürlich dann nicht mehr wieder gesehen. Das ist natürlich traurig, ne? Wenn du dann so auf so ein Klassentreffen gehst, ja, und der, was macht der denn? Der ist doch schon lange nicht mehr. Oh, der ist hinter der fahrenden Straßenbahn gefallen oder aus dem Kellerfenster gestürzt oder so, ne? Ja, weiß ich ja nicht, ne? Ja, dann ist halt immer traurig, finde ich jetzt so, ne? Wenn das immer, aber das ist ja überall so. Dann hast du ja auch eine Familie, ne? Guck mal, was hast du doch früher für Partys machen können? Du hast feudale Feste, ja, mit Kartoffelsalat und Knackwurst, aber ist egal, du hast Partys gegeben, ja, mit so Schüsseln Kartoffelsalat und so dick hoch voll waren die. Ja, und was? Die Pötte wurden leer. Heute hast du 30 verschiedene Sachen, mindestens 12 Teile hast du davon vegan und vegetarisch, ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, du bist gaga schon beim Anblick der Einkaufsliste. Ja, aber da lassen die Leute sich alles über sich ergehen. Ja, ich will trotzdem noch, ich mache trotzdem einfach nur einfaches Essen. Ja, zack, Kartoffelsalat, Knackwurst. Ja, vielleicht mache ich dann grünen Hering bei. Ja, auch so wie früher. Hat man auch gerne gemacht. Ne? Ja, die Leute werden satt. Und wenn sie nicht satt werden, ja, dann sollen sie mich mal. Ja, ich weiß, dass ich einen ganz geilen Kartoffelsalat mache. Ja, halb schlotzig. Halb normal gekochte Kartoffeln, nicht halb rohe, um Gottes Willen, da gehören überhaupt keine rohen Kartoffeln rein. Die gehören schön gekocht, ne? Ja, Tiger macht sich das bequem. Das ist gut, ne? Tiger macht sich das gerade gemütlich. Guck mal, einmal Tiger gucken, ne? Da ist Tiger. Tigerchen macht sich fein. Und da liegt Cody. Auf Kükensdecke. Cody! Guck mal, da ist noch Leckerchen. Da ist noch Leckerchen, du. Versaust du da alles. Kann Küken wieder die Wäsche machen. Ne? So geht das hier nebenbei noch bei uns in der Hütte ab. Tiere sind bei uns ganz wichtig und die Nummer eins. Ja, Leute. Ich schicke dem das jetzt meine Hoffnung, dass das auch ankommt, trotz dass der User steht. Ja, also Grünkohl. Ja, ich esse, wie gesagt, sehr gerne Grünkohl. Aber guck dir den Film an, den ich jetzt hier gemacht habe. Und das wird schon, ja, wie gesagt, guck in der Liste, ne? Da haben wir Grünkohl auch noch schon drin stehen. Und was habe ich dann noch? Abendstulle mit Fleischsalat hat 112 Aufrufe gehabt. Ja, ich finde das immer schön. Ja, also über 100, das ist schon mal so ein, sag mal, so ein Ziel, ne? Ich will ja, was soll ich mit Abonnenten? Ja, ihr braucht da keine Angst haben, da gibt es keine Zeitung drauf. Kostenlos, Leute. Das kostet nichts. Abo, Glocke aktivieren, Daumen hoch, das ist alles kostenlos. Ja, ich habe auch hier keine Clubmitgliedschaft. Ich glaube, das brauche ich auch nicht. Ja, also ich find das doof, ne? Eine Clubmitgliedschaft. Ja, Cody, mach's dich lang, ne? Ja, richtig. Mach du dich halt bequem da auf die Matte. Da liegen die gerne bei Küken, ne? Küken ist so eine ruhige, ja, so ein ruhiger Vertreter, ist gut hier in der Family, also bei uns dreien jetzt insgesamt. Ja, Küken ist sehr angenehm, ruhig. Ja, der Ruhepol finde ich richtig schön. Ja, und ja. Ja, das ist so, ne? Das ist so direkt, man kann sagen, ohne weiteres Familie, ne? Ja, ich gucke mal noch mal zwischendurch, was haben die Leute hier so alle geschickt? Was ist das denn? Das ist doch ein Faultier. Was soll ich denn damit? Oh mein Gott. Ja, ach Gott, das ist doch der Gurkenlaster kaputt war. Nee, ist er doch nicht.
Das sieht aber lustig aus. Oh Gott. Ja. Ah, was ist das hier? Das sieht aus wie. Oh, das ist ein gemischter Salat mit Mais. Krombacher steht am Tisch. Also zumindest so ein Fass, wo das Esswerkzeug drin steckt. Lecker. Lecker schaust du aus. Ja, so ein Salat. Oh, so ein Salat mit geriebenem Käse drauf. Und hier 1000 Inselsoße oder so. Diese Cocktailsoße, ne? Diese Ketchup da, dieser helle rosafarbene, ne? Also den finde ich Schelter. Ah, wo kommst du denn weg? Muss man immer aufpassen. Ah, da gibt es so Menschen, du. Ja. So, ich werde jetzt mein Butterchen weiter essen. Ja, ich habe hier immer noch hier 3 halbe Scheiben. Schön, dass ihr da wart. Wir haben zwei Stunden gequatscht. Mein Gott, Leute, 2 Stunden nur quatschen, ne? Ist das schön? Ja, jetzt stell mal vor, das wäre jetzt alles so innerhalb einer Küche passiert. Ja, Kaffeeklatsch ist ja das, wenn man am Esstisch, ja, oder früher am Wohnzimmertisch, den man so hochdrehen konnte, damit eine Kurbel, ja, und eine Platte, die konntest du größer machen. Das waren ja die Mega-Errungenschaften der Möbelherstellung, ne? Kackengeil. Wow, super. Ja, du konntest sie höher stellen, weil, weißt du warum? Oma Weihrauch, die hat es auch so wie ich im Rücken. Ja, und wenn du dann so den Tisch ungefähr so hoch stehen hattest, sie war ja nicht die Größte, ne? Nein, sie ist ja nicht, die lebt ja noch, mein Gott, ne? Ja, wenn du den Tisch jetzt so hoch in der Höhe stehen hast, ja, und du brauchst die Gabel und den Teller immer nur so, weißt du, so, wie so ein Bagger, ja, wenn er so ein bisschen eine Planierraupe da so ein bisschen den Dreck da zusammenkratzen will. Aber weißt du, dann kannst du da so eine offene Maul, Rinder mit dem Kuchen. Streuselkuchen hat sie. Isst sie gerne. Hat sie nicht? Isst sie gerne. Streuselkuchen. Aber der Butterstreusel, das darf nur der richtige Butterstreuselkuchen sein. Ja, den gibt es auch auf Beerdigung. Aber man kann ja schon mal üben, ne? So. Entschuldigung, Cody. War keine Alarmanlage, du brauchst gar nicht rennen gehen. Ja, dann sind wir durch. So, da hat auch keiner geschrieben. Nö, nö, nö. Mich schreibt doch keiner. Ja, hier bei WhatsApp oder so. Ja, aber so ein Grüppchen. Hier so die Freunde. Wir sammeln uns einmal mit den Freunden so ab und zu mal. Oh. Ich muss euch mal so, ja, mal, ich meine, KI-Bilder. Ne? Kennt ihr KI-Bilder? Habt ihr schon mal was von gehört? Ne? Ja, da gibt es ja richtig schöne, ne? Also Leute, ich verpöne KI-Bilder ja nicht so sehr, nur ein bisschen. Ja, ich mache immer nur so, weil die sind schon so detailgetreu nachgemacht und so. Und die wirken so verdammig echt. Ne? Eins ist so, wo ich ein Problem mit, vielleicht finde ich mal sowas. Nee, mein Gott, sieht aus wie eine Leiche. Ja, warte mal, also, vielleicht finde ich immer so. Und das finde ich abartig. Ja, KI-Bilder, wo kleine Kinder, Babys, ja, die können gerade vielleicht mal stehen. Ja, dann hat man die per KI, also Computertechnik, ja, so ein Programm, hat man die in ein, ich muss mal nur gucken, schauen, ob ich da sowas sehe, in ein, sag mal schnell, in so ein Uniform, ja, in einer Soldatenuniform gesteckt. Zusätzlich gibt man den kleinen Kindern so teilweise so, das sieht aus wie Holz, wie schwarzes Metall, ja. Beim genaueren Hinsehen wirkt das aber nicht wie direkt wie eine Waffe, sondern nur augenscheinlich, so einen kurzen Moment. Ja, Leute, ganz ehrlich, kleine Babys, und wenn es auch nur ein künstlich hergestelltes Fotobild ist, ist ja kein Foto, es
Das ist schön. Ich erkenne das aber auch jetzt Gott sei Dank sofort, ne? Vielleicht finde ich das mal. Den schreibe ich das, ne? Ich sag mal, wie abartig seid ihr? Ihr seid pervers. Ich schreibe das sprichwörtlich so. Ihr seid pervers und abartig, Babys in Uniform zu stecken und sowas Ähnliches wie eine Waffe in der Hand zu drücken. Sag mal, spinnt ihr eigentlich? Ich sag, wie dämlich seid ihr, ne? Und dann steht er da ungefähr 35 Mal Amen, 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 Amen. Also nicht unter meinem Bericht. Also ich kriege sogar eine Danksagung. Ich kriege sogar, hier, dann hast du, dann kriegst du so ein, ja, so eine Auszeichnung, wie so ein Orden. Ja, du hast dich jetzt viel in den Kommentaren gemeldet. Ja, schade, jetzt finde ich gerade nicht, ne? Ja, vielleicht werden sie durch die, durch das Thema, was ich jetzt da anranze, ja, hier das zum Beispiel, ja, hier guck mal, Angelina hat gemacht, ja, irgendwo am Bahndamm, weil da fahren die Züge, ja, das hat Angelina, ja, gemacht, habe ich mit meinen eigenen Händen gemacht, vielen Dank an alle, die das zu schätzen wissen, wow, toll, ne, guck mal, schön, wunderbar, das Mädchen, ne, hübsch, wisst ihr, das Jesus fliegt im, hallo, ja, Jesus fliegt immer mit. Ja, das ist Bordpersonal, nennt sich das. Ja, ich würde in, oder jetzt hier gerade mal so ein Zugpersonal. Leute, ich würde in so ein Flugzeug oder in so einen Zug, würde ich nicht einsteigen. Ja, wo die da den Jesus da am Fenster reingucken haben. Oder ich muss mal gucken, ob ich das finde, weil das möchte ich euch gerne gezeigt haben. Ja, oder hier, ich meine, es ist ja schon schön, ja, wir haben da Wohnzimmer und Küchen, ja, aber auch die sind alles durch KI verunstaltet, ja, die zeigen wunderschöne Häuser, ja, als Anregung für irgendwas, ja, das ist ja auch alles gut und schön, und Haus des Dünners, Hallöse Popöse, ja, also, die, aber das ist alles KI, das ist alles nichts Echtes, das ist alles nur noch Verarscherei und oh Leute, das geht mir so am Senkel, das muss nicht sein, ne? Ja, manches ist ja auch schön, finde ich richtig ansprechend und ja, kann man drüber nachdenken, ja, aber was die sonst so immer da so, ich, ja, hier, der Junge zum Beispiel, ja, hat der Junge, guck mal, ist er nicht lieb, hat der Junge für seine Mama zu ihrem Geburtstag gemacht. Guck, da ist der Junge, ja, total echt natürlich, der ist echt. Ihr müsst dann immer auf die Finger achten. Guck mal, da ist auch ein Kind drin, ne, da sitzt ein Kind drin. Passt natürlich irgendwie nicht groß und größentechnisch, ne, ja. Und das Auto, ja, ist und nicht schön. Das sieht aus wie eine Ente, VW, Kugel Porsche, ja, hat dieser computergenerierte Junge, ja, seiner Mutter gebastelt. Ist das nicht prächtig? Och, das ist so allerliebst, ne? Also manchmal, ne, so Romantik. Ich meine, finde ich ja gut, ne? Wenn du, ja, aber ich habe auch das Gefühl, ja, das riecht auch bei manchen Leuten vielleicht ein bisschen zu sehr die Fantasie an, ja, oder man braucht keine Fantasie mehr, irgendwann braucht man vielleicht gar keine Fantasie mehr, ja, dann hast du, da wird dir ja alles vorgekaut, ne, früher in den, wenn Mutter, Oma oder vielleicht auch Papa oder Opa, ja, den Enkelkind oder den Kindern, so ein Märchen, ich guck mal, hier, ach, hier auch, oh, ja, ja, den Enkelkindern oder den Kindern Märchen vorgelesen hat, dann musste das Kind hinterher nochmal beim Einschlafen oder wenn es noch nicht richtig geschlafen hat dadurch, wenigstens drüber nachdenken. Oh, Hänsel und Gretel und so, ne, irgendwie so, ne, so eine Geschichte, oder gibt auch so Geschichten, die haben kein richtiges Ende, ne, da muss die Fantasie wirklich rattern und arbeiten, ne, ja, das fand ich ja immer ganz schön. Heute, ja, da kommen so Großaugen-Trickfilm-Scheibenkleister da, ne? Ja, im TV nennt sich dann Jonga, Monga,
Pacacicco oder ich weiß nicht, wie sie alle heißen, ne? Mit so komischen spitze Ohren in Gelb, mit so schwarzen Spitzen oder so, ne? Ja, furchtbar, ne? Ja, die reden dir genau ein, oh, ich glaube, es ist besser für meinen Körper und meinen Erhalt meiner Gesundheit, wenn ich jetzt hier das Brot mit dem Käse, Salz und Pfeffer oben esse, wo ich vorher noch die Butter zwischen gemacht habe. Ja, du musst dir den Scheiß anhören, was die Personen, also diese Figürchen da denken. Ja, Leute, ja, ich habe jetzt mal nur so nachgemacht. Ne, ich kann das ja aus dem Stegreif, ja, die Übersetzung davon ist ja sowas von affig, ne? Da brauchen die Kinder ja noch nicht mal mehr denken. Die kriegen ja das, was sie denken sollen, kriegen sie ja gleich wutsch, eingepflastert. Und ihr habt Angst vor Puppen, die einen Computerchip irgendwie drin haben, ja, die euch abhören können. Ja, die, weißt du, die Kinder werden ja schon hier am TV schon einsuggestiert, was sie denken sollen. Ja, ja, das manchmal, also Mütter, ne, Mütter und Väter, ne, komm, wir kaufen dir die Puppe. Ja, und dann hörst du irgendwo in den Nachrichten, ja, die Puppe könnte vielleicht nachrichtendienstliche Spionage irgendwas machen. Klar, ganz wichtig, ne, Kinderbett abhorchen. Pipi machen, Mama Pipi machen. Spannend. Nein, ja, aber wenn du so überlegst, dann guckst du dir als Kind oder Kinder gucken sich das dann so an, ja, die gucken sich dann diese Filme an und die kriegen gleich so boing, boing. Ja, so von voller Breite oder von direkt so frontal eingehämmert. So musst du jetzt denken. Und das denkt der kleine Mann da mit den großen gelben Ohren und den schwarzen Spitzen. Ja, ja, die Hakiniri-Filme. Hier, guck da, das ist auch so. Hier, ne? Da ist es. Da, guck, wo ist es? Da, ja? Kind in Uniform. Ja, irgendwo ist das im Boden versunken, keine Ahnung, warum das so Spaß macht, im Matsch zu liegen. Hier liegen Baby und kleiner Junge und ein Hund. Was ist das Dicke da hinten? Was ist das da? Was ist das denn da? Hat der Hund da irgendwie eine Beulenpest oder so? Ja, das weiß keiner so genau. Ihr müsst bei KI, müsst ihr immer auf die Finger achten. Ich sehe das jetzt nicht. Hier, das ist zu klein. Ich muss mal gucken, ob ich da sowas finde. Ja, die KI kommt mit den Fingern nicht klar. Ja, wenn ich hier 1, 2, 3, 4, 5 Finger, sage ich mal, also 4 mit einem Daumen, ja, in einer Hand habe, haben die da manchmal 7 oder 8. Ja, hier zum Beispiel. Ganz komisch, ganz unlogisch. Ja, das sieht aus wie so ein, ich sag mal, so ein vietnamesisches Kind. Ist ja egal, wo es herkommt. Aber das Kind sitzt mit Katze in der Pfütze. Katze, die wird die Stinkekralle zeigen, ich setze mich doch nicht in der Pfütze. Da kannst du mich noch so viel schön streicheln. Katze wird das nicht tun. Ja. Katze will, hier, Bordpersonal. Da. Ja, siehst du? Oh, haben den Jesus gleich mit dabei, sehen aus wie Krankenschwestern, ja, aber wenn er genau guckt, das ist ein Flugzeug. Also ganz ehrlich, ich würde sofort aussteigen. Also wenn ich sowas sehen würde, so ein Jesusbild da irgendwo und dann fangen die Sterberdessen da an Beten an. Sofort. Tschüss, Tikowski. Ich mache mal Urlaub zu Hause. Balkonien. Ach ne, habe ich ja gar nicht. Terrazzien. Ja, oder hier, also Jesus mit einem Schirm in der Hand tanzt mit so einem junges, blondes Ding im Regen. I'm singing in the rain. Ja, das macht KI. Ja? KI ist so schön, aber auch nicht unbedingt Nutze. Ja? Ich meine, ich weiß, KI hast du überall. Ah, das fing ja damals schon an mit der KI hier in den Autos, ne? Ja, also das fing ja, oder hier, oh, ist es nicht schön, oh, guck mal, hier, ne, habe es mit den eigenen Händen gemacht, ne, dann alle Achtung, ne, hübsches Kerlchen, ne, ja, hier, das hat das hier Jesusbild mit dem Pinsel, ja, am Strand, wo ständig das Wasser so angespült kommt, ne, hat das Kind, ja, das wird das einmal machen, oder einmal versuchen, ein Kreuz dahin zu machen, aber er hat das Kind mit den eigenen Händen gemacht, ist das nicht schön? Sieht doch richtig gut aus. Das ist so
also ich würde sagen, das schaffe ich nicht, das schaffen andere nicht, so ein tolles Jesusbild aus Sand zu machen, wo ständig das Wasser drüber herspült, also die Wellen, ne? Siehst du das? Aber guck mal, wie schön man noch Bilder macht. Ist romantisch, ne? Ist schön. Wenn Kinder das machen, finde ich toll. Oh ja, hier ist auch wieder so eine Fluggesellschaft. Ja, das habe ich jetzt ständig, ich weiß nicht, da, siehst du? Fluggesellschaft. Da oben ist der Flieger im Stadion, alle feiern Jesus hier mit. Ich meine, ist ja, ne? Ja, wenn man gläubig ist oder so. Oder hier, ne? Auch wieder. So, ich habe nur einen Millimeter weiter gemacht. Da, zack, Katze sitzt schon wieder in der Pfütze. Kleines Kind auch. Mutter sitzt natürlich irgendwie, sitzt vielleicht vor dem Fernsehgerät und lässt das Kind in der Patsche spielen. Ja, ich werde jetzt nur noch überrannt und überschüttet mit so einem Mist. So, und ab da, ab diesem Moment sage ich, KI ist scheiße. Ab da sage ich, KI ist scheiße. Ich suche jetzt hier eigentlich, wie gesagt, diese Soldatenkinder da, ne? Weil das wollte ich euch zeigen. Und, oder hier, Schnitzkunst aus Gemüse und so, ja? Die machen euch da aus Melonen, ja? Auch mit KI, ne? Wunderschöne Figürchen, ja? Die schönsten Trauma, schönsten Gesichter, Drachen, ja? Eichhörnchen, alles aus Melone, ja? Da fängt die Melone an, wieder innen, ja? Ist ja außen grün. Und dann wird das so erstmal so weiß, ja? Das Frucht, also wenn das Fruchtfleisch so anfängt, ja, so weiß. Und dann kommt ja dann immer noch das Rote, ne? Also innen drin die Melone rot, ne? Oder du hast eine Honigmelone, das ist natürlich gelb. So. Mein Gott, Glöckle. Furchtbar im Moment. Ne, also, ja, auf jeden Fall, ne, sehe ich jetzt nicht. Oh, auch schön, ja. Schöne Tiere. Auch KI-Bild, ne? Also, so, und wo war ich jetzt liegen geblieben? Ja, war furchtbar. Nee, also, ich bin so gut wie durch. Rosenbär. Okay. Ja, Jesus. Oh, mein Gott. Ja, was soll ich damit, ne? Guck mal, kann ich mich denn davor nicht wehren oder weigern, dass ich mir diesen Scheiß angucke? Ja, was ist das jetzt hier? Also egal. Muss man nicht drüber nachdenken. Ist alles KI, ist nur noch KI. Bei Facebook, Leute, ist nur noch KI. Ja, die schönsten Häuser, die schönsten irgendwas. Ja, Kind sitzt jetzt hier draußen mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Katzen. Alles schön, alles gut, ja. Ja. Aber das muss ich nicht haben, ne? KI ist, ich wollte mich eigentlich verabschieden, aber merkst du, ja. Einmal kurz ein bisschen gescrollt hier, durchgecheckt hier und schon ja, habe ich wieder was anderes gefunden. Aber das ist so, ne? Ja, okay, die Witze, die sind manchmal ein bisschen unter der irgendwo. Ja, manchmal ist das schon nervig halt, ne? Aber ich glaube, ich könnte wieder eine rauchen. Ich würde gerne mit euch hier so durch, wenn ich hier durchscrollen, dann könnte ich ja immer sagen, jetzt habe ich schon wieder KI, oh, süßes Hello aus meiner Stadt, ja, das ist in Ordnung, ja, oh, ein Herz, ja, der wackelt immer nur mit seinem Unterkörper, der wackelt immer so mit seinem Unterkörper, dieser eine Typ da, ne, ist bei Facebook, ne, wackelt immer so mit seinem Unterkörper, damit man seinen Geschlechtsteil in die Hose wackeln sieht, ne? Das bollt dann immer so vorne. Ja! Ich guck das doch, ich sehe das doch da, ne? Ja? Oh, ja, die machen Sandfiguren, so Sandskulpturen. Ich liebe Jesus. Ja, steht dann da drüber. Also als, aber das lösche ich dann immer. Das brauche ich nämlich gar nicht. Ich meine, nichts gegen Jesus, um Gottes Willen. Ja, ich habe auch manchmal das öftere mal ein Stoßgebet gen Himmel geschickt. Hier zum Beispiel. Ja. Das soll jetzt ne sein. Ja. Guck, das soll eine Melone gewesen sein. Nie im Leben, wo soll das, ja? Ab da wird das ein bisschen spaßig, oder? Ja, guck mal,
Da fängt innen drin dann das Rote da endlich mal an und da an der Seite wächst das Rote plötzlich. Also das Fruchtfleisch, ne, meine ich ja, ne? Das Weiße, ja, und die Zähne. Ja, hör mal, da ist er 7 Tage mit beschäftigt. In der Zwischenzeit schimmelt das schon wieder, ja. Und du kriegst das nie am Tisch gestellt als Deko. Ja, da musst du mal gucken, dass das schnell alles vonstatten geht mit solchen Klamottösien. Nee, ich hätte gerne mal das Bild gezeigt oder eins solcher Bilder, ja, wo die Kinder mit der Soldatenuniform da, Soldatenuniform und dann so was Ähnliches wie eine Waffe in der Hand. Vielleicht seht ihr das ja selber. Oder hier, was ich ja auch das finde ich richtig auch abartig, genauso wie die Soldatenkinder. Da werden behinderte Menschen, also stark behinderte Menschen, ohne Arme, ohne Beine und irgendwas gezeigt, ausgestellt von anderen Menschen, ja. Ich weiß gar nicht, ob die das Recht dazu hätten, ja, diese Menschen abzulichten und zu veröffentlichen, ja. Manche gucken ja auch so, als wenn sie das alles gar nicht selber entscheiden könnten, ne? Also nicht falsch verstehen, ja, ich kenne mich mit der Materie auch ein bisschen aus, die das halt nicht das Okay dafür gegeben haben, ja. Aber dann trotzdem hier bei Facebook abgelichtet werden und gezeigt werden. Ja, da bin ich mir nicht so sicher, ob das alles richtig ist. Ja. Ja, furchtbar, diese Jesus-Bildchen. Und dann wirst du zugeschüttet. Und vor allen Dingen, da steht dann Vorschläge für dich. 13 Stunden jetzt hier. Jagt sie zum Teufel. Wen soll ich denn zum Teufel jagen? Ach du lieber. Jetzt kommt da so ein Trecker und der Habeck fährt auch so ein Fahrrad schnell weg. Mein Gott, der wird aber fahren. Ja, sicher. Na, der Habeck, der erzählt euch was anderes. Der fährt rechts ran und ruft seine Kollegen. Ja, oder hier so eine Baumschnitzerei. Ja, ja, da wird der Baum von außen nochmal verschnitzt. Da war schon gar kein Baumstamm mehr. Da war ja noch die Rinde und dann kam nur Luft, ne? Ja, hier zum Beispiel. Hier ist so ein... Das sind dann auch so, ja, mit Photoshop und KI Bilder. Hübsches Mädchen, was ist das? Oh, das könnte irgendwo Toskana vielleicht sein. Ja, sieht aber so ein bisschen folkloristisch aus. Ja, und da zwei Appe Beine. Ja, aber dann halt die Chuckies. Ja, das wird dann gezeigt, ne? Aber wer zeigt denn sowas? Isabel, ja, ein asiatisches Mädchen. Ja, hier. Ja, ihr müsst das jetzt so lesen da. Ja, wo ist es denn jetzt? Achso, ja, da. Ein asiatisches Mädchen auf dem Foto zeigt das Bild von einem Mädchen aus der Toskana oder wie auch immer, ist auch egal, wo es herkommt. Da liegt ja nicht daran, ja, wo ein Mensch herkommt. Ja, körperlich, ja, angeschlagen, sag ich mal, ne? Also mit zwei Appebeine, ne? Weiß ich nicht. Ich würde einen Teufel tun, ja? Selbst wenn der nur ein Sand- oder Dreckskorn oder im Auge hat, ja? Dadurch ein bisschen behindert ist oder eine Brille trägt und er möchte einfach nicht fotografiert werden oder gefilmt werden, würde ich einen Teufel tun und das dann auch machen, trotzdem. Ja, verstehst du? Und die dann veröffentlichen. Für mich vielleicht, ja, für mein Fotoalbum wollte ich gar nicht besitzen. Ich besitze gar keine Fotoalben. Ich glaube, oben am Dachboden ist noch eins. Aber da habe ich schon seit Monaten nicht mal reingeguckt, ne? Ja, ja, warte mal. Hier Baby, was? Begabte Babys. Jetzt pass auf. Ich weiß nicht, ob das echt ist. Ich kann das nicht unterscheiden. Hier, begabte Babys. So. Warum müssen die Menschen mir mit so einem deformierten Gesicht, müssen begabte Babys mir das Bild zeigen? Ja, verstehst du? Damit werde ich gerade so zugeschüttet, ja, ich habe
Vorschläge, das sind doch keine Vorschläge. Ich will ja sowas gar nicht haben als Vorschlag. Ja, ich kann nur noch hingehen, mich dann immer wieder von verabschieden, das immer wieder löschen oder den Besuch auf meiner Seite versuchen zu verhindern, verbieten. Ja, oh, hier hat einer sein Gebiss verloren. Wir sind in Xanten. Gebiss am Bahnhof Xanten gefunden. Wem gehört das Gebiss? Nee, zeige ich jetzt nicht. Das ist schön, das Bild. Ja, ne? Also guck, ja, schönes Bild. Niedlich, guck, mit den Kätzkes so im Arm. Nur die würden nie so sitzen bleiben, vor allem, wenn das kleine sind. Kleine, also kleine Katzen, ne? Ja. Ja, kann man nicht sagen, aber es ist nicht echt. Dann wird hier vorgegaukelt, kleiner Schatz, bestes Foto des Tages. Ist kein Foto, Leute, das ist kein Foto. Foto wäre, wenn du jetzt vom Tannenbaum stehst, mit Oma Weihrauch, ne, und Frau Surbier vielleicht in der rechten Seite, links, rechts, links und du in der Mitte, ja. Ja, und dann knipst man dich da so, ne? Das ist ein Foto. Wenn man das dann auf Papier macht, das ist ein Foto. Aber das sind doch keine Fotos. Das ist kein Foto, kein bisschen. Oh, Schinken, selbstgeräuchert. Ja, das ist wichtig zum Beispiel. Ja. Oh, Erinnerung unserer Kindheit. Alle, die noch sie noch kennen, drücken. Roy Black und Peter Alexander. Ja, Erinnerung an unsere Kinder. Ja, das ist schön. Oder hier ist auch so ein junges Mädchen. Ja, wenn man genau hinguckt, dann siehst du das, ja, dass das Mädchen eigentlich zwei gesunde Beine hat, aber man hat ihr einfach, ja, mit Photoshop, technisch, KI-Scheiß, ja, hat man ihr jetzt noch ein Appesbein, ja, so ein künstliches Bein noch dran getackert, ne? Also, man kann es erkennen, ja, und da spreche ich auch eine Warnung aus. KI kann ja Stimmen imitieren, ne? Und demnächst werden wir viel mehr komische Nachrichten empfangen, ja, wo andere Pappnasen, ja, so Höckes-Brüder, ja, das natürlich sofort glauben. Der hat das gesagt, das stimmt. Ja, irgendeiner sagt was, ne, und dann glauben sie das, ne. Und wenn auch ein zweiter was sagt, dann ist das hundertprozentig so, ne. Das hat er gesagt, ne. Aber erlebt hast du das nicht. So, ja, und jetzt gibt es ja noch eine KI, die dir Sachen sagt, jemand redet, ja, wo man hier zum Beispiel hier unseren Olaf, ne, ja, schon irgendwelche, ja, mit dem Bild, ja, mit der komischen Zeitung, da mit den Buchstaben, die großen da, ne, was so blutig aussieht, ne, da, ne. Also da hat man ihm ja schon einen anderen Text in den Mund gelegt, ne? Und das macht die KI, ne? Und da hört der Spaß auf, Leute. Ja? Und das wird jetzt demnächst noch vermehrt kommen. Macht euch drauf gefasst. Und ihr werdet jetzt darüber nachdenken, wo ich jetzt mit euch so bespreche, ne? Ja? Das wird noch kommen. Und dann werdet ihr drauf achten. Ne? Genauso wie wenn ich jetzt sage, werdet ihr vermehrt darauf achten. Ne? Wenn ich jetzt sage, hier, ich schalte ein Spielfilm, ist egal, Science Fiction oder Katastrophenfilm oder Fantasyfilm, wenn das anfängt, wenn der Kameramann ja so besoffen ist und die Kamera nicht mehr halten kann. Pass auf, ich zeige dir mal so. Weißt du so? Dann läuft die, dann ist die Kamera so, als wenn du am sinkenden Schiff bist oder die Lokomotive stürzt jetzt, weil die Brücke gesprengt wurde im Abgrund. Ne? So, so. Leute, kann man die Kamera nicht einfach mal normal stillhalten? Kann man den Kameramann nicht austauschen, wenn er einen Arsch voll hat? Was soll das? Ja, dann schalte ich schon mal die Filme aus. Dann schalte ich die aus. Ich habe sogar mal geschafft, mein Geld an der Kinokasse wiederzubekommen. Ja, ich hab den gedroht. Ich sag, Leute, was kauft ihr eigentlich da für Filme ein? Das war hier 9/11. Es gab einmal den 9/11, da war das, weiß ich gar nicht mehr. Da war ich nicht drin, aber ich war jetzt in dem Film 9/11,
wo er praktisch nur im Flugzeug abgespielt hat. Ganz kurz im Moment vom Flughafen. Da hat man ihn, glaube ich, sein Gesicht eingeblendet. So, da musste ich schon immer am Fernseher so hin und her gucken, damit ich das nicht so gewackelt hat. Da musste ich mitwackeln. Ja, Leute, dann steige ich aus. Dann bin ich aus dem Film weg. Und dann bin ich auch rausgegangen. Ich sage, ich möchte mein Geld wieder haben. Ich sage, ich verklage euch. Sag mal, wie viel Kopfschäden, wie viel Nackenschäden und Schmerzen im Rücken sollen denn da rauskommen? Wie viel Schmerzmittel wollt ihr noch schnell hintereinander verteilen? Ich sage, der tut ja jetzt schon weh. Ich sage, ich habe 5 Minuten geguckt, ich könnte kotzen. Jetzt nicht von der Qualität des Films, sondern von der Qualität des Kamera, von der Kameraeinstellung. Ja, da werdet ihr jetzt auch drauf achten. Ja, so Krimitätenfilme oder irgendwie sowas. Ja, das ist so furchtbar. Das habe ich hier, WDR. Max und Moritz, sage ich immer, ne? Also die beiden, die im Keller da sitzen und immer so kochen, ne? So kochen, so meine Wellenlänge, so, ne? Die beiden, ne? Finde ich auch knorke, die Jungen. Martina und Moritz, so heißen sie. Ja, die kochen dann immer. Die sitzen dann immer so im Keller, ja? Ich denke mal, das könnte ein Keller sein, so von der Wand her, ne? So vom Backstein. Aber die haben eine schön eingebaute Küche da. Ganz toll, ne? Mit allen Schikanen, sogar mit Licht und Kameramänner und Frauen. Aber da war das auch mal so. Da hatte ich so, ne? Da war auf einmal so. Da war am Erzählen, ja, und ihr müsst da noch ein Glas Wein beitrinken und einen Schluck Wein in der Soße reinmachen. Dann schmeckt das, weißt du, so. Und dann immer so, ne? Immer so. Ja, ihr müsst ja so, ne? Ihr müsst da noch ein Glas Wein reinmachen und lecker und ne? Nur noch ein Ohr, ne? Da habe ich denen geschrieben, habe ich an das WDR geschrieben, Leute, ich liebe diese Sendung. Warum müsst ihr jetzt mit einem besoffenen Kameramann an? Ich habe das wirklich sprichwörtlich genau exakt so geschrieben. Warum müsst ihr jetzt mit einem besoffenen Kameramann anfangen? Ja, ihr verschandelt mir meinen Spaß, den ich einmal in der Woche mit euch habe, ja, wo ich das so gerne sehe, verschandelt ihr mir jetzt alles. Das wurde sofort geändert. Das war, ich sage, tut mir leid, ich gucke jetzt nicht mehr, weil das ist ja unter alle Sau. Richtig, ich habe, Leute, ich benutze Wörter, ja, die auch aussprechen, ja, aber dann, die gehen ja durch dann, ja, die haben ja so einen Spezialfilter im Kopf, die da lesen, die meine E-Mail dann gelesen haben, ne, haben so einen Spezialfilter, oh, das ist aber ganz böse, ne, weißt du so, nee, ich habe. Und hinterher habe ich mich entschuldigt. Entschuldige für die deutliche Aussprache, ja, also meine Redensweise, ja. Aber anders kann ich es nicht rüberbringen, weil das geht nicht. Ja, sonst war die Kamera still und dann halt im Kochboard rein oder war die Kamera drüber und dann haben sie die umgeschaltet. Aber das braucht doch nicht wackeln. Was soll ich denn damit? Ja, das Gezappel da am TV-Gerät hier zu Hause. Ja, was soll ich damit? Kann man die Kamera nicht irgendwie fest justieren und gut ist? Oh, reg ich mich hier gerade auf. Jetzt muss ich dann rauchen. Wisst ihr? Moment mal. Beim Anfangen drehe ich mich um. Ja. Also Leute, das geht doch gar nicht immer. Nee. Das sind so Sachen, was, da kriege ich so eine Krause bei, ne? Warum? Wofür? Was soll das? Ne? Die verschandeln, ja, die verschandeln tausend, überleg mal, ja, wenn wir so einen früheren Fotofilm oder für Super 8 Kamera, so eine Kassette, die kam im Super 8 kam so eine Kassette rein, ja, da war dann der Film unbelichtet drauf, ja, dann hattest du die zumachen müssen, da durfte kein Licht nicht dran, ne, und mal auch schön aufpassen. Ja, und dann hat dann noch so schön geknattert. Da waren wir manchmal auch so wackelig. Scheiße, ne? Warum waren wir da wackelig? Ja, du hast da vielleicht 4 oder 5 Minuten Filmmöglichkeit gehabt, ne? Ja, und das Problem ist eigentlich nur, ja, du möchtest dann ganz viel draufkriegen. Oma Erna, ihr sein Geburtstag. Und das Ganze, ich guck mal zwischendurch nochmal hier, oh, Strafberry, Prinzenrolle, Strafberry, Schäsekacke, Stile. Habt ihr verstanden? Ja, ich versuche mal nur Englisch zu sprechen, ne? Es wird ja alles nur noch für Englisch, ne?
Du kriegst den Hairstylist, den kriegst du ja nicht mal als Friseur hin, ne? Ist jetzt alles nur Hairstylist. Gibt nichts mehr anderes, ne? So, ne. Der Junge zaubert gut. Oh ja, so eine Burg, so eine Ritterburg. Oh. Ja, ich suche ja immer, noch die Soldatenkinder, ne? Dann schreibe ich wieder drunter, wie abartig seid ihr eigentlich. Ja, aber jetzt haben wir mal ganz viele Themen angesprochen und über alles und mögliche Schnellverkehr, Leipzig, Hauptbahnhof. Ja, da stehen zwei so hübsche Mädels so. Leipzig Hauptbahnhof, Valentinstag in der DDR. 2 für 1 Mark. Das waren noch Zeiten. Ja, da stehen zwei so Mädels. Ich glaube, das war so die Kassiererin im Bus, ne? Wenn du da dein Ticket da gekauft hast. Ja, das Schnellverkehr. Ja, man muss den Zusammenhang jetzt mal so sehen, ne? Ja, ja, ich habe mir mal Gedanken, ne? Ja, aber ich sehe das. Ich sehe das. Leute, das Problem ist, ich sehe das mit anderen Gedanken. Nicht jetzt böse oder eklig oder sexistisch oder so, ne? Das tue ich nicht. Es ist nur manchmal. Ach, Kinder draußen. Ja, manchmal höre ich da Geschrei da draußen. Dann weiß man nicht, ob das jetzt einer Hilfe ruft oder. Ja, ich versuche. Ja, guck mal hier, Jesus. Das ist zum Beispiel auch komisch, ne? Jetzt haben wir ja schon 2 Kinder. Und jetzt pass auf. Ich sehe Maria nicht. Wer ist das? Maria und Josef eigentlich. Da, ein Mann, Baby. Da liegt noch ein Baby in der Krippe. Ein Schaf, was so aussieht wie ein Hund. Und da ist noch ein Mann. Weißt du? Das sind doch 2 Männer. Und das sind die Hirten. Und noch ein Hund. Ah, das ist dieser Hashiko, oder wie heißt der, ne? Hashiko, glaube ich. Mein Gott. Und da ist Weihnachten. Ja, das sieht man an die bunten Kugeln da oben drüber. Schön. Aber 2 Männer? Ja, okay. Mit der unbefleckten Empfängnis? Weiß man ja nicht, ne? Lustig. Ja, ich liebe ja solche Bilder, ne? Also vor allen Dingen, wenn ich mich drüber lustig machen kann. Weil wenn das so, ne, dann geht das ja noch, ne? Guck mal, und meinst du, wie viel Aliens jetzt hinter der Büsche lauern, ne? Wenn deine Nachbarin plötzlich mal dann schreibt, hier von wegen, oder dir sagt, ja, ich hab da ein Alien, guck mal, das ist gar keine, weiß ich gar nicht. Ja, man weiß jetzt nicht, ist es jetzt das Jesuskind und Jesus nochmal als Erwachsener? Das kann man nicht mehr unterscheiden. Ich hätte gern dieses, was habe ich denn jetzt hier? Oh ja, das ist zum Beispiel ja so ein Buffet, wo ich sage, lecker, zeige ich euch. Guck hier. Na guck mal, Fisch, Makrele, geräuchert, da, Sardellen. Süß-sauer oder so vielleicht. Salate. Boah, Leute. Ja, das ist so ein Buffet, wo ich sag, hat was, ne? Oder? Hier ist dein Kaffee, aber so ein Bottich, ne? Du siehst aus wie Tina. Ja, ich hab eine damalige Freundin, Tina, und die sah jetzt aus wie Tina, aber das war sie nicht. Ich hab die schon lange nicht mehr gesehen. Manchmal ist Gott sei Dank angesagt, wenn man das dann so erzählt. Nicht schade, finde ich nicht. Also das hätte ich euch noch gerne gezeigt, ne? Ja. Oh, was ist das denn? Das ist okay, Mercedes. Gab es das Auto wirklich? Nur zum Spaß und so süß. Oh Gott, da ist ja gar nicht echt. Also, auch KI, alles KI. Selbst die Autos, ne? Ja. Ja, wenn er das so genau mal so beobachtet, hier werden Bilder abgelichtet. Bilder. Ja, es ist ja irgendwo ein Bild, kein Foto. Wie gesagt, von den schwerst
körperlich beeinträchtigten Menschen, die absolut, die sind nicht echt, ja. Und man zeigt sie, ja, das ist lustig. Ja, da kann man Spaßbilder draus machen, ja. Aber ich suche ja immer noch die kleinen Babys mit Soldatenuniform. Ja, den finde ich ganz schön, der tanzt so ulkig. Ich mag so Gruppentänze, ne? Wenn die so alle so synchron sind, ne? Jungs, Mädels so auf der Bühne dann immer, dann tanzen die so gleichmäßig so. Und das finde ich ganz gut, so Hip-Hop-Tanzen oder wie das alle sich dann nennt, ne? Ach ja. Ja, jetzt haben wir ganz schön gequatscht, ne? Ja, es gibt schon verrückte Dinge im Leben, du, da kannst du nur staunen, ne? Gorillas, einen riesengroßen Berliner oder Krapfen oder Berliner Pfannkuchen oder wie man auch dazu sagt, ne? Jeder sagt es ja anders, ne? Früher habe ich auch ganz gern Amerikaner gegessen, ne? Ja, nicht die richtigen Menschen Amerikaner, sondern die, das sind ja auch so wie Pfannkuchen, so wie so ein UFO, ne? Und drunter war Schokolade oder so eine Zuckerglasur. Die fand ich lecker. Die waren auch gut vom Teig und von der Mischung her und so, ne? Und dann noch diese Zuckerglasur. Ach, das war doch herrlich. Erinnert euch doch mal dran. Ja? Ihr habt doch bestimmt auch was Leckeres gehabt. Hier, oder hier, wie heißt das? Dingens. Puddingschnecken. Kennt ihr Puddingschnecken? So, ja, so ein, wie so eine Brezel und in den Löchern von der Brezel, ja, da war dick Pudding drin und das hat man auch überbacken. Es gibt ja so einen Backpudding, ne? Den benutze ich auch ab und zu. Mal muss ich mal was machen mit. Kann ich ja jetzt wieder, ne? Ah, Leute, hier ist wieder Antalya Siede Livestream. Das muss ich euch mal zeigen, weil bei dem könnt ihr reingucken. Auch bei YouTube, ne? Und der ist, könnt ihr das lesen? Hier bei dem guten Mann, der liebt Katzen. Antalya Siede Livestream, ja? Und der zeigt jetzt hier zum Beispiel, ja, auf den Basaren, Wochenmärkte, ja, was ihr für tolle Sachen da so kaufen könnt, Honig und hier getrocknete Paprika oder Aubergine, ja, und solche Sachen und Wabenhonig, wenn ihr das braucht, ja, und das könnt ihr jetzt alles bei dem hier, ja, schreibt euch das mal auf oder tippt das mal gleich ein, ja, Antalya Siede Livestream. Bei dem könnt ihr richtig tolle, wenn ihr Urlaubsbilder, Filme sehen wollt, bestellt ihr mal einen schönen Gruß von Teddy Gang. Ja, dann wird er sich schon freuen, ne? Also, dass ich euch da hingeschickt habe. Nein, müsst ihr nicht. Nein. Ich zwinge ja nichts hier. Ja. Boah, hier macht einer selber Wurst. Ne, schade. Schade, ich hätte euch so gern gezeigt. Oder habe ich das bei mir in meine. Muss ich mal gucken. Vielleicht dieses Jahr da mit drin. Vielleicht habe ich jetzt hier mit drin. Das wäre natürlich unglaublich. Es wird immer schlimmer. Anruf von den Stadtwerken. Aufpassen, Leute. Nie wieder. Niki, sein Brückenfilm habe ich da drin. Nicht schade. Zeugen gesucht, ja. Wird einfach einer ermordet. Ach so, ja, hier könnt ihr gucken, ne? Hier habe ich ein Bild noch, ein altes Bild von unserer Daisy. Daisy mit Nick. Da ist Nicky am Computer, sitzt ja direkt neben mir und das war unser Daisy. Das war unser Putzi-Mäuschen. Ja, da ist er auch. Guck, schönes Wauzi, ne? Ganz schön. Ja. Nee, aber schade, habe ich nicht mehr da drin. Habe ich auch nicht mehr hier gespeichert. Weil ich speichere mir das ja nicht, aber ich teile das ja nicht. Weil wenn man das teilt, will man zeigen, wie toll man das findet. Und ich finde das nicht toll. Ne? Also wie gesagt, Soldaten,
verkleidete Babys, ne? Boah, Leute. Ja, aber das ist KI, ne? Und da hört der Spaß auf. Wenn einer ein schönes Bild so, ja, so ein Wald mit Kleeblatt und ja, Leute, das ist süß, das ist schön, das ist, ja, Postkarten waren ja auch nicht früher anders. Ja, da hat man ja auch künstliche Kleeblätter genommen und hat das dann so als Postkarte schön gemacht, ne? Ja, aber nee, Leute, da hört der Spaß ganz schnell auf. Oder hier so, ja, Boho-Hippie-Küken, Bildnachweis, also ja, da hat einer so eine schöne Wohnung, so 1970-Style, ja, mit orangenen Aschenbecher, orangenen Stühlen, gelbes Sofa, ja, so Prielblumen noch auf dem Kissen oder so. Ja, so mit so große Motive da an der Wand als Tapete. Ja, das war doch schön, ne? Das hat doch noch was. Obwohl, nee, du müsstest ja nicht mal, aber ich würde ja besoffen werden bei dem Anblick, ne? Da denkst du, du hast eine Mütze, ne? Irgendwann flimmert das da so vor den Augen, ne? Als wenn du eine Kreislaufstörung hast. Kennt ihr die Kreislaufstörung? Ja, dann habt ihr so ein Flimmern, so Regenbogenfarben, so wie Kristall, so, ja, so um die Augen rum, ne? Kennt ihr das? Ich hab das ab und zu, ja. Vor kurzem hatte ich das noch öfters. Aber das nervt, ja. Weil das nennt man, ist dann Augenmigräne. Augenmigräne. Das Auge tut jetzt nicht unbedingt weh. Nee, das ist mehr so, weiß ich nicht, das nennt man Augenmigräne, ja. Und da hast du so ein Flimmern, so ein Flackern vor den Augen. Und da bin ich immer, dann werde ich mal ganz nervös, weil das mag ich nicht. Das macht mir Angst, ne? Ich will das ja auch gar nicht haben. Boah, nackte Männer hier, du. Ja. Ja, warum? Und vor allen Dingen, die haben alle Geburtstag, ne? Heute habe ich Geburtstag und hoffe, dass ihr noch etwas Liebe bekomme. Ja, sicher, klar. Um Gottes Willen, ja, ich habe nichts gegen Menschen mit Körperbehinderung. Kann man genauso lieb haben und kuscheln und toll zusammen sein, wie mit jedem anderen Menschen auch. Nur eben, oh mein Gott, so manche Bilder sind ja sehr reißerisch, ne? Wer bist du denn? Die habe ich da auch schon mal irgendwo gesehen. Ja, ich habe halt Schwierigkeiten mit Gesichtern zu erkennen, ne? Ich kann das ganz schlecht unterscheiden. Ich weiß, was männlich und weiblich ist, ja, das ist okay. Aber ich habe halt das Problem mit, mein Gott, wie siehst denn du aus? Ja, aber ich kann nicht unbedingt dann den Namen noch dazu ordnen. Boah, ist an der Küche, boah, Leute. Könnt ihr euch so vorstellen, ja, der dicke Teddy, also meiner einer. Guck mal, boah, Leute, ist das Hammer? Da guckt ihr mal den Herd an. Ja, da so eine Arbeitsplatte, ne, so ein Tisch. Und da, boah, Leute, hier die Kamera stehen haben, wo aus der Perspektive, ja, guck mal, da oben, da so ein Oberlicht oder so ein Loch in der Decke. Ja, ja, ist aber alles KI. Ne? Künstlich, ist alles nicht echt. Ja, und wie gesagt, damit werde ich zugeschüttet, ne? Das kriege ich so viel und so oft, das macht schon gar keinen Spaß mehr reinzugucken. Die Küchen, ja. Wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte ja die Kohle dafür, die Küche will ich haben, ja, die lasse ich mir so bauen, ja. Dann würde ich das Foto, oder das Bild, ist ja kein Foto, das Bild würde ich mir dann abgrapschen und damit dann zum Schreiner gehen und würde sagen, jo, Jungs, das könnt ihr mir mal so genau so bauen. Das wäre doch. Oh, das wäre überhaupt. Mein Gott, wäre das was. Ja. Ja, und ihr macht euch auch nicht strafbar. Ne? Die Bilder, die könnt ihr teilen, die könnt ihr ruhig bei euch als Poster an der Wand hängen oder euer Auto so lackieren. Ja. Das ist kein geistigen, wie heißt das? Mundraub oder so ähnlich. Ne? Also kein. Also ihr dürft das ruhig benutzen, weil das sind keine Fotos von echten Menschen. Ja, ja, also das könnt ihr ohne weiteres klaumopsen. Ah,
ja, und diese mit der körperlichen Beeinträchtigung, die, das sind alles, die haben alle immer Geburtstag. Ne? Heute ist wieder mein Geburtstag, also heute ist mein Geburtstag. Weiß ich nicht, wo die alle anderen immer Geburtstag haben. Ne? Ja, ich versuche das zusammenzurechnen, das, aber ich finde da nichts. Ich bin schon bald bei 3 Stunden. Ich wollte mich schon vor 49 Minuten verabschieden. Das ist auch ein schönes Bild. Wahnsinn. Tiger. Ne? Oder hier. Oh, Wahnsinn. Hallöge Popöge, hätte ich fast gesagt. Manche Bilder, ne? Also nicht Fotos. Manche Bilder sind ja richtig. Ja, ein Foto. Oder hier, boah. Kennt ihr noch die Werbung Axe, diese Axe, oder nee, wie nicht Axe, Werbung, Dobby Duff, ja, wie der Mann da so cool Worte, so, wow, es ist so Sixpack, ein Sixpack jagt das andere, ja, aus dem Fluten mit nasser Jeanshose, kurze Jeanshose, ne, aus den Fluten oder ganz nackend, ne, dann sieht man so ein bisschen den Arsch, so, ne, oder macht er die Haare so, wow, wusch und wusch, ne, ah, spritzt er das Wasser da so von sich, ja, das war eine Werbung immer, ja, oder Fahrwerbung, Fahr, ne, die Seife da, ne, F-A, ja, immer alter Verwalter, ja, das war doch schön, ne, das war doch Spannung, ey, da. Da hast du ihn noch gefunden. Gibt es heute alle nicht mehr, ne? Nee, das fällt alles aus wegen ist nicht. Wegen Sexismus und so. Und, ja, aber das war doch ein Mann, ne? Also, Frauen, was regt ihr euch da so drüber auf, ne? Ja, gibt es nicht mehr. Schade. Ja. Ich bin mal wieder ehrlich, du. Wie sagt man immer so schön? Ehrlichkeit währt am längsten. Ja, ich finde es vernünftig, wenn man ehrlich ist. Klar, Ehrlichkeit tut mehr weh wie eine Lüge. Ne? Wenn ich sage, oh, du hast aber heute ein schönes Kleid an und hinterher, weißt du, so. nee. Ja, nee, also das wäre ja nicht gerecht. Ne? Nee, schade, finde ich nicht mehr. Tut mir leid. Die haben sich das wahrscheinlich doch zu Herzen genommen, weil ich geschrieben habe, ihr seid abartig und pervers. Ne? Ja, da schreibt die KI sogar noch Amen drunter, schönes Bild, nice pictures, ne? Und sowas schreibt die KI sogar noch darunter, weil ich glaube kaum, dass ein normal denkender Mensch, so wie ich, lustig, ne? Normal denken, ja, ist egal. Auf jeden Fall, ein vernünftig denkender Mensch, auch so wie ich, das in irgendeiner Weise gut findet. Ne? Krieg ist scheiße. Egal, wo, mit wem und gegen wen und warum. Und wenn es nur am Nachbars am Gartenzaun ist, ne? Es ist abartig. Ne? Was ist das denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also manche Bilder sind so bescheuert. Ja, aber schön, oh, das ist jetzt so das Normale, ne? Obwohl ich jetzt wieder nicht den Zusammenhang nicht sehen kann, ne? Was, guck mal jetzt hier, ne? Erklär mir das Bild. Direkte Empfängnis, Maria vielleicht. Aber der hat doch eine Dornenkrone auf. Also Jesus. Und da ist das Kind. Was ist denn das jetzt? Ist das jetzt Jesus? Oder er da? Das Mädchen da hinten ist und da hier, guck mal, das ist auch so eine, ne? So, manchmal ist das ein bisschen aus dem Kontext gerissen, ne? So ganz, ganz leicht, so irgendwo nicht realisierbar, ne? Verstehst du, was ich meine? Kann ja sein, dass ich mich da nicht so gut auskenne mit der biblischen Story da, mit der Geschichte, ne? Mit dem meistgelesenen Buch. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Da rennt eine Katze mit einer Rose im Mund, im Maul. Hübsch. Ja, die haben schon hübsche Bilder. Also, aber, ne, Leute, finde ich nicht. Tut mir leid, hätte ich euch gern gezeigt. Vielleicht finde ich jetzt mal, dann mache ich da, ach, guck mal hier, mein Porzellan. Oh, alles. Guck dich einmal. Ne? Ja. Ich will da ja keinen Namen sagen.
für 6 Personen. Essteller und Suppenteller. Aber Suppenteller und Essteller habe ich genug, ne? Ich habe die so viel. Ich habe die einmal im Küchenschrank und einmal habe ich die ja in dem neuen Regal, da, was wir uns da geholt haben. Da habe ich genug von. Nee, Leute, tut mir leid, finde ich nicht. Sind wir raus für heute. Hätte ich euch gerne mal ein Beispiel gegeben. Aber Pech, Pech für die Liebe, hätte ich fast gesagt. Ja, gut. Ich werde jetzt weiter frühstücken. Jetzt haben wir gleich die 3 Stunden durch. 3 Stunden, Leute. 3 Stunden habt ihr mich jetzt ertragen. Ja, geht es noch? Mein Gott, ne. Aber schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Ja, es ist auch wichtig, dass ihr bis zum Ende durchhaltet. Wie gesagt, der Daumen ist wichtig, Daumen hoch, Abo ist wichtig. Ob ich damit jemals irgendwie monetisieren will, weiß ich nicht, weil da muss ja auch so was ähnlich wie ein Steuerberater haben und einer, der hat alles da regelt. Das ist ja auch ein Beruf, wie sagt man dazu, Selbstständigkeit, das Anmelden bei der Stadt. Ja, mir reicht es, wenn ich euch ein bisschen bei Laune halt und morgens ein bisschen am Sack gehe, ja, also im positiven Sinne, ne, und im lustigen vor allen Dingen, nicht leibhaftig, ja, und ja, ich habe meine Beschäftigung, ja, ihr findet meine Beschäftigung gut, das sagen die Abozahlen, jetzt sind wir gerade bei 260, ich schau mal kurz, ob wir auch noch wieder was zu beantworten haben, ja, jetzt dauert das. Ja, eben sind immer noch 260 aktuell Abonnenten. Finde ich richtig knorke. Ja, 2 oder 3 sind plötzlich abgesprungen. Dann war das vielleicht nicht so. Ja, weil ich habe zu viel über eine Partei gehetzt, die ich nicht leiden kann. Ja, kann natürlich auch sein. Und dann verschwinden die Butzen, die ich schon mal ganz gerne. So, mal gucken. Das sind jetzt 4. Nee, ist kein neuer Kommentar dazugekommen. Aufrufe sind jetzt gerade ja, 33 und ja, Rest der Küche, alles mögliche. Abendstulle mit Fleischsalat, war schon, ist schon auf 111 Aufrufe. Finde ich gut, ich zähle das ja immer, oder ich gucke mir das immer an. Ja, und je mehr Aufrufe, ja, und je mehr die Filme ganz geguckt worden sind, das sagt mir natürlich, dass das auch interessant genug ist. Ja, wenn das nicht interessant ist, geht es natürlich schnell rein und dann genauso schnell wieder raus. Ne? Und auch nicht wundern, wenn ich zwischendurch mal so ein Shorty mit reinmache oder Niki macht einen Shorty. Ja, und ja, auch die zählen. Ja. Aber da, ich komme ja dann immer mit ein Stück weiter. Ich habe dann immer mehr Features bei YouTube, die ich dann mit einfügen kann. Ne? Also Titel und dies und ja, darum geht es eigentlich. Ja, das macht mir den meisten Spaß. Kleine Errungenschaften. Ja, hier sowas zum Beispiel kann ich euch auch mal zeigen. Ja, da habe ich wieder ausgedruckt. Ja, das ist so das monatliche Ergebnis, was so immer so kommt. Ja, das drucke ich mir mal aus. Und ich habe auch ausgedruckt hier, muss ich nur gucken, ob ich das lesen kann. Caro Kreativ hat ja auch geschrieben, ich habe Buschbohnen bissfest gekocht, die Möhrchen dünne Streifen geschnitten, den Kasper gewürfelt. Ja, also das ist auch immer, wenn da was, sowas wie ein Kochrezept ist, drucke ich mir das aus, hänge ich mir in den Küchenschrank, ja, neben die Partei. Ja, und da wird es dann halt wo in etwa nachgekocht. Oder so, wie ich es kenne. Oder machen würde. Ne? So Leute, die 3 Stunden sind so gut wie voll. 2 Stunden 58, 11 Sekunden, 12 Sekunden, ja, sind durch. Ich denke mal, das reicht für heute. Ja, ich habe mir wieder den Wolf gequasselt. Ja, ihr müsst mir jetzt auch nicht auf jeden Thema einen Kommentar schreiben. Ja, um Gottes Willen. Ja, verausgabt euch nicht. Ja, seid ganz entspannt. Ja. Wenn ihr irgendein Thema habt, was ihr mit mir besprechen wollt oder meine Sicht sehen wollt, dann schreibt bitte Thema, Doppelpunkt, dann weiß ich, ja, das ist jetzt ein Thema, worüber ich reden soll. Und wenn das nicht zu intim, zu politisch, zu sexistisch oder zu religiös ist, werde ich da auch
Antwort geben. Und dann werde ich auch dazu Stellung nehmen. Also so wie ich jetzt sehe. Ne? Ja? Kann das sein, dass ich jetzt komplett anders sehe wie du jetzt, ne? Du, der du die Frage gestellt hast. Ne? Also versucht das mal. Leute, 59, 11, 12, 13, ja, ich versuche mal genau pünktlich bei 3 Stunden raus zu sein. Achso, mit Abspann. Jo, dann bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch was. Tschüssi, war schön, dass ihr da seid. Glück auf, haltet die Ohren steif und den Rest auch. Tschö, tschö.